Sondern wir haben eigentlich überreichlich das Grundprinzip des Menschseins erklärt. Und für welche, die Neueinsteiger sind, sage ich jetzt mal vorneweg ganz einfach, die Holofeeling-Seite anklicken, das dritte Video anschauen, immer wieder. Da wird für jemanden, der das erste Mal hört, eigentlich sich noch nicht mit Holofeeling beschäftigt hat, das Wesentliche ziemlich auf den Punkt gebracht in anderthalb Stunden. Was auch nicht diskutierbar ist, wo ich sage, wenn Leute diskutieren wollen, dann kämpfen die um einen Standpunkt, die interessiert nicht das heilige Ganze, das man selbst ist. Und das Geheimnis ist die Sprache. Und da steige ich jetzt gleich voll ein. Wir schauen uns mal ein paar Wikipedia-Einträge an. Und ich betone immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas im klassischen Sinn unwichtig oder falsch wäre. Wenn was in dir auftaucht, ist es ein Puzzlestückchen vom heiligen Ganzen. Die Schwierigkeit besteht darin, was machst du aus den Worten? Das gilt für alles. Es sind ganz einfache Erkenntnisse, die deine jetzige Vorstellung von Welt vollkommen zertrümmern und neu aufbauen. Es klingt so arrogant, wenn ich sage, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es einfach bloß geistlos nachäffende Affen sind. Das kann man jetzt als eine Beleidigung auffassen, wenn du die Worte normal nimmst. Aber dir muss zuerst einmal klar sein, dass die Weisen deiner Welt, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte denkst, nur ein Gedanke von dir sind. Und das erkläre ich in diesem ersten Selbstgespräch hier. Du bist an allem schuld, kein anderer. Du bist an dem schuld, was du dir denkst. Das beginnt ja mit einer ganz einfachen Erkenntnis. Ein Denker muss was anderes sein, wie ein Gedanke, den er denkt. Das kannst du anhören, wenn du Lust hast. Wenn nicht, ist es auch gut. Und ich trenne dann immer wieder, der Unterschied besteht erst darin, bist du ein Denker, ein bewusster Denker? Da gibt es noch viele Stufen. Oder bist du ein Gedanke? Wenn du jetzt bloß ein Gedanke bist, kriegst du das gar nicht mit. Ich behaupte, es ist hundertprozentig sicher, dass wenn du jetzt an irgendeinen Menschen denkst, dass der Mensch, der in dem Moment als Information in dir existiert, lies einfach eine Zeitung, dann denkst du an verschiedene Menschen, dass die das nicht mitkriegt, dass du sie denkst. Und sie können auch nicht aus sich raussuchen, wie du sie denkst, zum Beispiel qualitativ, charakterlich. Denk einfach jetzt einmal an gewisse Politiker, an irgendwelche. Vielleicht findest du manche gut und manche schlecht. Aber sie beginnen in dem Augenblick zu existieren, wo du sie denkst, und sie werden so sein, wie du sie denkst. Damit lasse ich es jetzt gut sein, weil jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Matrix und schauen uns die Wörter genauer an. Das ist kein esoterisches Geschwätz. Zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es alles Vollpfosten sind. Honk. Oder ich mache es mal neutraler. Es sind jetzt, die Weisen deiner Welt sind jetzt Gedanken, die von dir gedacht werden, wo du bestimmst, die haben wir auch noch. Punkt. Ich übertrage mal den Bildschirm. Und dann springen wir hier ganz einfach mal rein in Wikipedia, den habe ich schon aufgemacht. Und zwar habe ich jetzt einige kleine Felder, den Weltgeist, den Geist, die Philosophie des Geistes, die Emergenz. Und da schauen wir jetzt mal ein paar Sachen, was da drin steht, und du wirst dich wundern, all das. In den vorhergehenden Selbstgesprächen bin ich auf die positive Wissenschaft und die normative Wissenschaft eingegangen. Und wir machen jetzt positive Wissenschaft. Positive Wissenschaft ist wirkliche, geistige, göttliche Wissenschaft. Die beschäftigt sich zuerst einmal mit dem, was jetzt ist. Ich sage mal wieder, Kap, du müsstest dir nur jeden Moment bewusst machen, was ist jetzt eigentlich da. Schau einfach, was jetzt da ist. Du hast vor dir einen Monitor. Vor dir heißt ausgedacht. Ich könnte jetzt auch sagen vor dir, D-I-E-R. Das heißt, du denkst dir jetzt an Trockennasenaffen aus. Du befindest dich jetzt hinter den Du-Geist, befindest dich hinter den zwei Augen. Die denkst du dir schon aus, die sind vor dir. Habe ich viele, viele Beispiele. Und in einer gewissen Entfernung vor dir ist der Monitor. Das haben wir laufend. In Ich Bin, du beginnt jetzt, und wenn du jetzt auf den Monitor schaust, sind da Schriftzeichen drauf. Und sobald du die Schriftzeichen anschaust, wirst du feststellen, wenn du die abrasterst, dass in dir jemand zum Sprechen anfängt. Das ist der Beginn von Ich Bin, du. Und der, der in dir spricht, das bist du selbst mit deiner eigenen Gedankenstimme. Aber jetzt wird es interessant, du wirst jetzt aus jedem dieser Worte, die jetzt übrigens alle gleichzeitig auf dem Monitor sind, hast du schon den tiefen Glauben, dass wenn du die jetzt durchrasterst, gedanklich, dass du die Worte nacheinander sprichst. Und ich behaupte, jedes dieser Worte besprichst du jetzt aus. Der Begriff Weltgeist. Das heißt, sobald du aus einem dieser Worte, die jetzt gleichzeitig auf dem Monitor sind, als Schriftzeichen,
Sobald du eins dieser Worte zu einem Geräusch machst, das sind jetzt optische Worte oder das Wort als Geräusch, taucht es jetzt auf, so wie die Einzelbilder von, wenn du einen Film anschaust. Und das ganze Zeug, das im Aufblitzen im Jetzt in dir auftaucht, ist gleichzeitig da. Musste ich jetzt noch machen. Und jetzt schauen wir, jetzt blimmen wir mal, das ist alles, setze ich jetzt einmal als verstanden und jetzt schauen wir uns, was hier genau passiert. Der Weltgeist, der Begriff Weltgeist als metaphysisches Prinzip. Jetzt ist natürlich schon, wie viele Menschen können dir erklären, was Metaphysik ist? Was bedeutet Meta? Machen wir jetzt nicht. Ist zunächst bekannt als Zentralbegriff. Was bedeutet zentral? Ja, in der Mitte. Das ist sehr, sehr oberflächlich. Du wirst jetzt mitkriegen, dass ich aus jedem einzelnen Buch 400 Seiten, aus jedem Wort, Entschuldigung, ein 400-Seiten-Buch mache, in einer arithmetischen Präzision. Iteriere ich aus dem Wort eine komplette Geschichte heraus über 400 Seiten, wo auf 400 Seiten exakt beschrieben wird, was diese Grundradix bedeutet. Das beschreibt ihr Holofeeling. Das funktioniert mit jedem Wort, der von dir ausgedachten wird. Das heißt, als Zentralbegriff der spekulativen Philosophie Hegels. Wir werden uns jetzt dann etwas, das Wort spekulativ, wenn wir uns etwas genauer anschauen. Für ihn ist die gesamte historische Wirklichkeit die Totalität des Prozesses des Weltgeistes. Was ist ein Weltgeist, ein ausgedachter Gast? Jetzt hast du mal ein Wort. An was denkst du, wie stellst du dir das vor? Dadurch realisieren sich der Endzweck, ich mache mal für Insider, in der Weltgeschichte und zwar die Vernunft der Geschichte. Was ist Vernunft? Das wären jetzt lauter Wörter für sich, wo wir hier mindestens 2-3 Tage reden müssten, um dir zu erklären, was das Wort Vernunft wirklich bedeutet. Und bei Holofeeling geht es weit über eine bloße raumzeitliche Erklärung hinaus. Mit dieser Ansicht knüpft er an die Schelling erstmals publizierte Weltgeisttheorie an. Da haben wir jetzt hier schon, du brauchst mehr oder weniger deine Vatersprache, das ist Deutsch, sage ich, das göttliche Deutsch und Ivri, Hebräisch. Und dann wirst du feststellen, dass sich das zusammensetzt. Wir schauen uns einmal das Wort spekulativ an und jetzt können wir zuerst einmal schauen, was heißt spekulieren. Und wenn wir jetzt da reingehen, in die klassische Etymologie, das machen wir jetzt einfach mal. Das wäre jetzt das deutsche Wörterbuch, er spekuliert, das heißt auf mit etwas rechnen, etwas zu erlangen, hoffen. Mit etwas rechnen, zum eigenen Vorteil ausnutzen. Besonders an der Börse, ich spekuliere, nachsinnen, da müsste dich schon anschauen, dass das Wort innen ist. Wenn wir das hebraisieren, das gibt es in deiner Welt nicht erst durch Holofeeling. Das heißt, wir setzen hier eine Grundsymbolik ein, grübeln, spekulieren, nachsinnen. Und jetzt schaut man hier die Etymologie. Das heißt, spekulieren heißt nachdenken. Das ist zum Beispiel in einem gewissen Maß jeder normale Mensch. Ich kann das auch nachäffen. Jetzt ist natürlich das Wort nach, schon diese kleine Radix ist sehr vielfältig. Wenn ich etwas geistlos nachäffe, ich kann auch sagen, ich denke nach, wenn du zum Beispiel dir deine Nachrichten anschaust, dann richtest du dir nach irgendetwas, was irgendeiner behauptet. Und jetzt muss ich von vornherein sagen, nochmal nur ohne darauf einzugehen, der ganze Corona-Wahnsinn, den ich dir zurzeit einspiele. Kannst du das, was du aus irgendeiner Internetseite nachäffst, beschwören? Ich beginne bei den Zahlen und ich mache jetzt die ersten 2 Seiten. Wir haben Impfbefürworter und Impfgegner. Beide sind für mich vollkommen unvollkommene, geistlose, jetzt von mir ausgedachte Figuren in meinem Traum. Und ob du jetzt irgendwelche Seiten rezitierst, Worte rezitierst in einer einseitigen Auslegung von sogenannten Querdenkerseiten oder von den offiziellen Medien, du äffst einfach einseitig eine Einseitigkeit nach, von der du glaubst, das ist der göttlichen Weisheit absolut letzter Schluss. Das ist die Mitte, aus dem die 2 Seiten entspringen. Und dann wirst du feststellen, dass du, bevor du mindestens 8 Seiten durchschaut hast, die immer gleichzeitig da sind, wirst du leiden. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, vorausgesetzt, du hörst mich jetzt sprechen. Wenn du jetzt nur ein Mensch bist, den ich mir ausdenke, kriegst du das gar nicht mit. Darum richtet sich meine Botschaft nur an den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du träumst jetzt,
da gibt es genügend Metaphern. Und jetzt gehen wir hier mal rein, gewagte Geschäfte. Und jetzt kommst du hier, speggere. Lateinisch heißt das da mal sehen. Da steckt das Wort Ehe schon drin. Es gibt eine untrennbare Ehe. Das Wort Ehe übrigens, wenn man hier eingibt, was du bei der Ewigkeit landen. Das Wort Ehe kommt von der Ewigkeit und die Ewigkeit ist die Verbindung zwischen einem Denker und seinen Gedanken. Im Hebräischen nennt man dieses Ding Adam oder Jahwe. JHWH oder Adam, das ist im Prinzip dasselbe. Wir können das auch Buddha nennen oder Allah nennen. Bin ich in vorhergehenden Selbstgesprächen darauf eingegangen. Das ist immer die Ehe zwischen einem Denker und das, was er sich denkt. Zwischen einem, der immer ist, und seinen Wellen, die in ihm auftauchen. Wenn du deine Informationen anschaust und du kannst nur deine Informationen sehen, es muss selbst mit einer jetzigen, vollkommen geistlos nachgeäfften Logik, mit der du dich wie ein Schwamm vollgesogen hast, muss es in dir drin sein, dass du das wahrnehmen kannst. Gleichgültig, ob es um eine sinnlich wahrgenommene Information geht oder ob es um ein bewusst von dir selbst gedachter Gedanke ist. Es muss in dir drin sein. Und ich höre dann immer wieder als Brösel unter Brösel, ja, das kann ja nicht alles in mir drin sein. Ich sage, in dir drin sein muss es so und so, weil sonst würdest du es ja nicht sehen. Selbst wenn jetzt normal gedacht dir einer auf den Fuß steigt, spürst du das erst, wenn dieses Signal über die Nervenstränge, so hat mir dir das erklärt, irgendwann oben in deinem Gehirn angekommen ist. Das ist hundertprozentig sicher, dass du das glaubst. Aber was dir noch nie aufgefallen ist, dass du meinst, dass all die Sachen, die du dir ausdenkst, dass du mit dem, was du denkst, nichts zu tun hast. Du bist schuld. So heißt das Selbstgespräch, kein anderer. Wenn du dir was denkst, bist du dran schuld. Und wenn du jetzt muss ich das nochmal kurz reinhauen, ich wollte nicht darüber sprechen, über Corona. Wenn du jetzt Menschen hast, die sagen, die Ungeimpften sind schuld, dass ein ganzes Volk eingesperrt wird, mehr oder weniger krass ausgedrückt, dann sage ich, das ist ein Vollhonk. Es ist doch kein, wir gehen einmal von einem Ungeimpften aus, negativ getestet und hundertprozentig gesund. Das, was du bisher einen ganz normalen, gesunden Menschen nennst. Wie kann dieser Mensch schuld sein, dass ein ganzes Volk extrem eingeschränkt wird, was in seiner Freiheit, da kann doch der Ungeimpfte nichts dafür. Wenn überhaupt eine Schuld sind, sind es zuerst einmal die Politiker, die diese Gesetze erlassen. Aber was noch viel krasser ist, dass nicht einmal die Politiker schuld sind, die du dir jetzt ausdenkst, jetzt sind wir nämlich beim Thema, können sich die Politiker, die du dir jetzt denkst, egal wie du dir die denkst, können die sich raussuchen, dass wir jetzt an Politiker denken? Oder dass wir jetzt erkennen, dass die Politiker, die wir uns jetzt ausdenken, eigentlich die Ursache sind, dass keiner frei rumlaufen kann von den Menschen, die wir uns ausdenken, die übrigens nicht existieren, wenn wir sie nicht denken. Und du wirst jetzt merken, dass jede Kleinigkeit einen Riesenkomplex ausmacht. Und wenn jetzt der Wahn noch einen Schritt weiter geht, dass ich dann sage, okay, wir nehmen jetzt so einen gesunden Menschen, wir lassen ohne Krankheit. Das, was du bis dato als gesunden Menschen betrachtet hast, wie kann der schuld sein, dass die Menschen weggesperrt werden? Ach, er ist eine Gefahrenquelle. Er ist ansteckend, er kann nicht ansteckend sein, solange er gesund ist. Es wird ja prinzipiell die Gefahrenquelle. Für wen eigentlich? Für die dreifach Geimpften? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die dreifach Geimpften in Lokale rein dürfen, wo Ungeimpfte ja gar nicht rein dürfen? Hochinteressant. Die haben eine panische Angst vor einem gesunden Menschen. Sie schließen sich in eine Gesellschaft, die dreifach geimpft ist und hat Angst vor welchen, mit denen die eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht zusammenkommen. Es sind die Fehler, die ich dir jetzt ins Bewusstsein führe. Aber wir können noch einen Schritt weiter. Da ja die Geimpften angeblich geschützt sind, mittlerweile stellt sich raus, die sind gar nicht geschützt. Es stellt sich auch raus, dass diese Geimpften genauso angesteckend sind wie Ungeimpfte, wenn sie sich dem Virus einfangen. Dass eigentlich genau genommen der einzige Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften darin besteht, dass sie sich die Geimpften einreden lassen, dass sie die besseren Menschen sind. Das ist der Unterschied. Sie waren krank, dann hat man früher noch gesagt, ja, aber der Krankheitsverlauf ist nicht so schlimm. Habe ich gehört. Und jeder, der jetzt, wenn er einen Schnupfen oder was hat und geimpft ist, der sagt, Gott sei Dank bin ich geimpft, wäre ich nicht geimpft, dann hätte ich das nicht überlebt. Und warum sagt er das? Weil man das auch ihm suggeriert hat über Medien und Basien. Und wer suggeriert das über Medien und Basien? Das ist doch mal der sich Medien und Basien ausdenkt.
Weil ohne ausgedachte Medien und Basieren gibt es in deinem Kopf keine Medien und Basieren. In deinem Kopf ist das, was du jetzt denkst, und jeder neue Gedanke, den du denkst, wird der bestehende Gedanke zerstört. Das kannst du dir über hunderte von Selbstgesprächen immer wieder reintun und plötzlich macht es Heureka und du hast es verstanden. Und dann gehört auch dazu, dass du irgendwann einmal verstehen musst, dass nichts und niemand, kein Mensch, den du dir ausdenkst, ich sage immer wieder, kein Mensch, der in einen Traum in Erscheinung tritt, kriegt da irgendwas davon mit. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und du bist jetzt ein träumender Geist. Das ist meine einfachste Metapher. Und du bist der Einzige, den ich wach machen kann. Eigentlich musst du dich selber wach machen, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Also wir gehen jetzt einmal in dieses Speck rein und ich zeige dir, was Vordersprache ist. Ganz, ganz einfach, ganz simpel. Da haben wir dann plötzlich einen Spekulanten, die Spekulation. Und dieses Wort siehst du schon, das beginnt erst einmal hier im Lateinischen. Und du wirst jetzt merken, wenn ich anfange, ich sage, wir brauchen mindestens 400 Zeiten, wenn ich dir die arithmetische Struktur dieses kleinen Wortes sehe. Also springen wir zuerst einmal in das Lateinische rein und dann machen wir jetzt ganz als erstes einmal das SBEC. Wir bleiben im Lateinischen, die ersten vier Buchstaben. Und dann baut sich jetzt hier eine Reihe auf und du merkst jetzt, dass das was Besonderes, was Spezielles ist, eine Eigentümlichkeit. Speziell. Ich bin jetzt zum Beispiel ein besonderer Freund von dir, ein spezieller Freund. Ich bin der einzige wirkliche Freund, den du hast. Ich nenne mich auch deinen Bruder. Jetzt haben wir schon was Spezialitas, ist eine besondere Beschaffenheit. Ich bin aber kein Affe. Du denkst mich jetzt als einen Menschenaffen aus, aber da haben wir den Affen schon drin stecken, der ganz, ganz wichtig ist. Du wirst jetzt merken, du kommst in ein Gewebe, hör einfach zu und lass dich überraschen. Und wir fahren jetzt da einfach mal runter, wie sich das alphanumerisch aufbaut. Jetzt kriegst du die Spezies, da haben wir jetzt wieder unsere Ehe. Das Einzige, was wir vorne austauschen, sehen und gehen, der erste Buchstabe wird austauscht. Der erste Buchstabe rot ist Geist. Der Geist hat eine Ehe. Es besteht eine Ehe zwischen dem Geist und das N steht im Hebräischen blau gelesen für eine Existenz. Es besteht eine Ehe zwischen einem Geist und das, was in ihm als Information existiert. Ich sage immer, ohne einen träumenden Geist gibt es keinen Traum. Und was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Dann ist er die Mitte, aus dem dieses Spiel entspringt. Und dann haben wir hier plötzlich einen Armblick, einen Blick und das Gesicht. Da muss man wissen, im Hebräischen, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das Ivri dazu haben, Panim Penim. Das heißt nämlich, Gesicht hast auch das Innere. Das spitzt sich alles in dem Innersten ab. Augen, Augenblick, äußere Gestalt. Jetzt kriegst du die Gestaltung, das Gestaltwerden, da steckt das Alternieren mit drin, die man mit den Augen sieht, Gestalten, die man mit den Augen sieht. Jetzt muss man natürlich wieder wissen, was sind die Augen, wenn wir das hebraisieren. Das heißt eigentlich Becken, Ballore, Ecken, dann landest du bei deiner VR-Brille. Dann haben wir die äußere Gestalt. Da habe ich oft darauf hingewiesen, das scharfe S musst du als Beta lesen, dann hast du es hebraisiert, die Beschwörung. Du beschwörst etwas, nämlich dass die Gestalten und die Erscheinungen in dir. Häufig von blendenden Gestalten. Erscheinungen. Dann kommt die Schönheit, die Zierde. Jetzt landen wir irgendwann bei 5 bei der Quintessenz. Alle Zahlen, alles läuft synchron. Das ist das Bild. Jetzt muss ich natürlich wissen, wenn ich jetzt das als hebräische Buchstaben schreibe, Bi'ilet heißt im Kind. Im Kind, Nis ist was Fliehendes, es flieht etwas aus dir heraus. Das führt uns jetzt in die Physik, in die Fliehkräfte. Das Ganze sind aber immer Standbilder. SD sind raumzeitliche Spiegelung, da kommen wir gleich dazu. OND heißt hebräisiert, ich werde auf und abschwingen. Ich sage jetzt das. Kann ich die exakt arithmetisch-physikalisch beweisen. Und dieses Auf- und Abschwingen ist die Transversale im Kind. Das heißt, das sind raumzeitliche Spiegelungen. Einzelstücke, Gewürzereien. Jetzt kommt die Artbeschaffenheit. Da haben wir jetzt schon die Artbeschaffenheit. Du gehörst bei geistlos nachgeäffter Physik. Ich sage jetzt absichtlich Physik, gehörst du oder zur Naturwissenschaft. Gehörst du zur Gattung der Primaten. Zur Gattung der Primaten gehören Gorillas, Schimpansen und natürlich Trockennasenaffen, die du Homo sapiens, vernunftbegabte Menschen nennst. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber jetzt wird es interessant.
Jetzt kommen wir langsam zu was ganz Interessantes, nämlich zu dem hier. Das sind einmal ein weniger Spiegel, der Grundaufbau. Lauter kleine Spiegelchen. Die kleinen, die ganzen kleinen flackernden Katzen, das nenne ich Geistesfunken. Das baut auf ein arithmetisches System auf, es ist Holofeeling, ist ein vollkommen neues Weltbild. Und es steckt hier schon drin. Es SD-Eckt hier schon drin. Das sind nämlich lauter kleine Eckspiegel, die gespiegelt werden. Ganz interessantes Wort, die Erstgeburt, der Erste. Dann ein chirurgisches Qi. Werkzeug für Wunden. Wunden sind auch Wunder. Shard. Ani El Shaddai. Shard. Der Satan und die weibliche Brust, was auch immer das heißt. Eine Sun-Sondi. Englisches Wort Sun, Sun, einmal mit U geschrieben. Gleich ausgesprochen. Der Sohn ist die Sonne. Ist ein Spiegelchen. Das Wissen des Sohns, der Sonne, öffne deine eigene DE 470 gelesen. In Zahlen heißt dein eigenes, einen eigenen Augenblick und es ist eine komplett eigenständige Quelle. Das sind die kleinen Katzchen, wo du gerade gesehen hast. Das ist aber dann wieder ein Spiegelchen, weil das Spiegelchen selber immer SB. Wichtig, Spekulum, SBI hast meine Schwelle. Wir schauen uns das gleich genau an. Und jetzt kriegst du dein Bei, BI, so wie ich es jetzt spreche, mit Aleph I gelesen, heißt im Nichts, in einem absoluten Nichts. Was ist ein träumender Geist als Ding an sich? Nicht das, was du dir denkst. Ich kann das Wort träumender Geist denken, aber du kannst keine Vorstellung davon machen. Das ist ein Roter. Und Rot, wissen wir, heißt Adam. Und Adam ist männlich und weiblich, genau genommen Seger wie Nekaber, Denker und Ausgedachtes in einer vereinfachten Form. Und das Ganze gibt jetzt in dem Nichts, gibt es ein Spiel. Und dieses Spiel baut auf einem gewissen Muster. Und dieses Muster ist im Kind. Und du trägst zurzeit ein gewisses Ideal in dir. Idea, JD heißt eine intellektuelle Öffnung, deine Ideale, da kommen auch die Idioten her, die du dir ausdeckst, was wieder nur einfache Menschen sind. Und Menschen sind, ausgedachte Menschen sind Enosch, das heißt sterbliche Menschen, die unheilbar krank sind. Die sind nicht, Körper sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Es sind Figuren, Antagonisten oder der Protagonist in einem Raum. Und jetzt kommen wir dann die Gattung von Soldaten. Jetzt wird das Ganze glänzen. Sie fangen jetzt an zu leuchten in einer gewissen Schönheit. Hängt davon ab, welchen Intellekt sie zum Denken benutzen und was sie leben. Das Einzige, was du zu leben hast, ist Liebe. Allumfassende Liebe. Ich liebe dich. Nicht sagen, tun muss man es. Alle, die meinen, die wüssten, was das Gute ist, die meinen, sie wüssten, was Liebe ist und sind im tiefsten Inneren noch so massiv voller Feindbilder. Habe ich nicht gesagt, liebe deine Feinde? Die an der äußeren Schönheit festhängen. Das ist diese äußerliche Ansehen, in die Augen fallen, das Wohlgestaltete, ist immer eine Frage deines Intellekts. Wer bestimmt eigentlich, ob du was als schön oder hässlich empfindest? Dein Charakter, dein Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts, das hebräische Wort für Charakter ist Abi. Und jetzt, was für ein Tier bist du? Ein Trockennasenaffe, ein Gorilla? Ich gehe mal meine schöne Nacktmullkönigin. Was meinst du, wie schön eine Nacktmullkönigin ist? In den Augen eines Nacktmulls. Jetzt müssen wir natürlich wissen, was Nacktmulle sind. Nacktmulle sind eine eigenartige Gattung von Säugetieren, die so organisiert sind wie Insekten. Es ist ein Säugetierstaat, der aufgebaut ist wie ein Termiten- oder Ameisenstaat, bloß dass es Säugetiere sind und die haben eine Königin, die sie anbieten. Aber du solltest dann mal dir ein Bild von einem Nacktmull hersuchen im Internet und dann schaust du und diese Kreatur ist in den Augen eines Nacktmulls, so denke ich mir das jetzt zumindest, das Schönste, was es überhaupt gibt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Nein, das Gefühl von Schönheit liegt in Maßsetzung des geistlos nachgeäfften Intellekts, mit dem ich programmiert bin. Ich nehme dasselbe Baby und lasse es eine andere Erziehung durchlaufen. Und es wird komplett ein anderes Gefühl von Schönheit haben.
Aber es wird immer eine Schönheit sein, die irgendwie nachgeäfft ist, weil man sich anpasst. Einfach die vorhergehenden Selbstgespräche, wenn ich von Tattoos oder Zungenpiercing reden tue. Oder Haarschnitte, was Schönes. Es ändert sich im Laufe der Zeit, im Laufe einer Zeit, die sich nie von der Vergangenheit in die Zukunft bewegt, sondern von dem allheiligen Mittelpunkt, in dem sich alles befindet, Spritzer für Spritzer einfach nur als Gedankenwellen im ewigen Hier und Jetzt auftaucht, in dem Geist, der träumt. Und wieder zusammenfällt, in diesem Mittelpunkt zusammenfällt, wie eine Gedankenwelle, die auftaucht und wieder zusammenfällt. Wir Physiker nennen das übrigens Vakuumfluktuation. Aus einem absoluten Nichts, das letztendlich eine unendliche Energie sein muss, entspringen ständig Teilchen und Antiteilchen. Wellenbalg und Wellenteil und fallen wieder in diesen Nichts zusammen. Und diese Symbolik steht für jeden Gedanken, für jeden Moment. Zwei Gestaltwertungen, die um sich herum kreisen. Und fällt wieder zusammen. Und immer jetzt, jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt auf. Und der wird auch jetzt zerstört. Und zwar im selben Moment, wo der neue Gedanke auftaucht. Es ist ein ständiger Wechsel. Das kann jeder 13-Jährige, jedes Kind hier sofort auf der Stelle überprüfen. So, wir gehen nochmal weiter. Jetzt wird natürlich plötzlich was sichtbar. BR, eine polare Berechnung. Das hebräische Wort, ich könnte jetzt bei jeder dieser Kleinigkeiten reinspringen, ist das Äußere. Wenn wir jetzt da gerade dabei sind, das Ganze beginnt, das Äußere beginnt mit einem Acker. Ack ist Eck. Alle, die Vokale sind austauschbar, ist Eck. Das ist ein Eck, das in dir erwacht wird. Und das ist wieder AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das hebräische Wort, wenn ich jetzt AUB eingebe, heißt die Beschwörungskunst von toten Geistern. Das sind all deine Fachleute, die beschwören. Wir befinden uns auf einer Erdkugel. Ich wurde von meiner Mutter geboren. Jetzt gebe dir einen kleinen Gedankengang mit. Jetzt denke ich als Brösel und der Brösel. Du bist ein altes Beispiel von mir. Du bist vor Gericht geladen, ich bin dein Richter. Und ich sage dir jetzt als der, der ich bin. Hat nichts mit dem Brösel Udo zu tun und mit dem Lautsprecher. Ich bin jetzt zuerst einmal nur ein Gedanke in deinem Kopf. Der Mensch, Udo Petscher, UP, ist nur ein Gedanke in deinem Kopf. Eine Vorstellung, ich sage von einem Affen wie alle anderen Menschen Affen auch. Es geht nicht darum, wer dir das jetzt sagt, auf der ausgedachten Ebene. Das ist jetzt eindeutig ein Lautsprecher. Ich könnte euch auch sinnlich wahrgenommener Brösel als ein Affe in dir in Erscheinung treten auf deiner Verabrede. Es geht um das, was ich dir erkläre. Es geht immer um das Was. Und es wäre rot gelesen. Wer ist es eigentlich, dem du jetzt zuhörst, wenn du träumst? Kann eine Figur in deinem Traum, ich wiederhole das immer und immer wieder, die in dir in Erscheinung tritt als Information, egal wo du die räumlich oder zeitlich hinnimmst. Die kann nur hier und jetzt deine Information sein. Wäre sie das nicht, würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Also gut, ich bin der Richter und ich sage dir, ihr Menschen, die ihr nicht an mich glaubt, ihr habt alle die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aber jetzt ist wichtig, und das ist jetzt der große Hammerschlag, dass ich eigentlich behaupte, dass ich du bin. Ich bin das, was du bist, wenn du aufgehört hast, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Das ist das, was ich dir erkläre. Ich erkläre dir zuerst, was du bist. Und dann ganz grob, wie dieses Computerprogramm in dir funktioniert. Also wir haben jetzt hier dieses Äußere, das Bar, das freie Feld, das ist, kann man alles schauen, rot gelesen heißt es im Kopf. Ich bin jetzt in deinem Kopf. Udo, mach die Metapher noch fertig mit dem Beschwören. Die Beschwörungsmetapher noch fertig. Wenn du vor Gericht stehst, du bist jetzt vor Gericht, folgend, danke Redo, du bist vor Gericht, bringt es nämlich auf den Punkt. Du bist als Zeuge geladen. Sehr wichtig, als Zeuge geladen, nicht als angeklagt. Und da ist jetzt eine ältere Frau, ist angeklagt als Lügnerin. Sie wird als Lügnerin, die wurde denunziert. Viele haben gesagt, die lügt so arg und wurde jetzt angeklagt. Und unter anderem wurdest du als Zeuge genannt. Sie behauptet, sie hat dich auf die Welt gebracht. Und jetzt frage ich dich als Richter, was sagst du dazu? Kannst du das beschwören? Du stehst unter Eid. Und dann wirst du feststellen, dass du nur sagen kannst, man hat mir erzählt, ich habe gehört, sie hat behauptet. Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Wenn du jetzt zu mir sagst als Angeklagte, ich glaube, dass das so ist, dann sage ich guter Mann zu dir oder gute Frau, wenn du die Tochter bist. Es ist immer wieder, ich rede jetzt mit einem Geist und der Geist ist weder männlich noch weiblich, wenn ist so zuerst einmal männlich und weiblich gleichzeitig symbolisch gesehen auf der Metaebene. Ich glaube das, man hat mir das erzählt.
dann sage ich zu dir, guter Mann, mich interessiert nicht im Geringsten, was Sie glauben. Mich interessiert, haben Sie es gesehen oder haben Sie es nicht gesehen? Können Sie es beschwören, ohne eine Meinung zu schwören? Glauben heißt nichts wissen. Glauben heißt für wahr halten. Das blaue Glauben. Darum haben wir ja hier diesen GL. Das ist erst einmal ein Gehirnlicht. Das ist eine Gedankenwelle, die in dir auftaucht. Das ist immer wieder geistiges Licht, kann man rot machen. Aber es ist eigentlich ein Gehirnverstand, der dir in einem gewissen Maß in dir eine Welle aufschmeißt. Und diese Welle ist eine Haufe. Das ist der Wellenberg. Und so ein Wellenberg zu einer Haufe fällt zwangsläufig das Wellental. Das ist diese Einseitigkeit des Menschen. Ich glaube, dass es so ist. Und dann kommt A, U, B. Das ist dieses, auch das Außen mit einem scharfen S geschrieben. Auf hunderten Selbstgesprächen habe ich das drauf. Ich garantiere dir, du hast es bis jetzt noch nicht verstanden. Hättest du es verstanden, hättest du von nichts und niemandem mehr Angst. Schon gar nicht von einer Zukunft oder vom Entlassenwerden, weil du Geld zum Überleben brauchst. Das ist die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, indem du nur eine Seite anschaust. Du beschwörst, dass das oder das richtig ist. Das ist auch im Wort Zauber, im Wort Glaube. Überall. Und dann bist du ein toter Geist. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du musst aufhören, Meineide zu schwören. So, und jetzt lass uns über Corona reden, über Krankenhäuser reden, über die Viren reden, über das Impfen reden, ob das gut oder schlecht ist. Kannst du beschwören, dass das, was du jetzt äußerst, deine ureigenste Meinung ist, oder äffst du irgendwas nach, was du dir im Internet wie einen Virus eingefangen hast? Das ist der eigentliche Virus. Gleichgültig, ob du dich geistig nährst von Querdenkerseiten oder von der offiziellen Presse. Das sind zwei Seiten, die aufeinander prallen und sich gegenseitig anschreien. Und jeder von diesen kleingeistig von dir jetzt ausgedachten Idioten meint, er wüsste was. Das spielt es mir, spielen nur wir zwei. Ich, der dich träumen lässt, und du, der du dich zurzeit mit einer Figur in deinem Traum verwechselst. Wir können natürlich in dieser Beschwörungskunst, gibt es noch andere Wörter, das ist erst einmal das Wort Gott mit einem H hinten dran, dann wird es eine Göttin, ein weiblicher Gott. Das He macht das Wort, nämlich das Allah. Das ist deine Logik, die Göttin in dir. Matrix, Mutter, Mäder. Aber wir gehen wieder zurück zu unserem Spekulum. Das Ganze beginnt nämlich erst einmal mit SB und jetzt kommt der erste Trick. Hier, wir waren bei dem Spiegelchen, jetzt kommt ein Schauspiel in dir. Die Spekulationen, der Anblick, das Schauspiel, das kleine Spiegelchen, jetzt wirst du zu einem Beobachter, aber zu einem Beobachter, der werde, der ständig werdet. Deine Beobachtung, das wird jetzt zu weit führen. Jetzt kommt das Schauen, die Grundform, jetzt kommen wir ins Spektrum, in die Schemen. Wir haben immer Gesicht, Panim, Penim. Jetzt wird es die Spekula, jetzt kriegen wir schon, mach da zwei Pünktchen drüber. Jetzt kriegst du schon eine Öffnung. Eine wahrgenommene Öffnung. Das Ganze basiert auf einem Strahl. Logik ist immer. Du musst diese Worte sehr, ein Schimmer von Hoffnung. Jetzt kommt Holofeeling in dein Leben. Da muss ich aber zuerst mal wissen, was dieses oft bedeutet. Im Englischen heißt es nämlich ausschalten. Ja. Ich kann zwei Bündchen drüber machen, das ist der Wellenberg und das Wellendal. Das setzen wir mal ganz einfach für hell, dunkel, gesund, krank, arm, reich. Setze die ganzen Bärchen und lass die kreisen. Das sind diese zwei Facetten. Das Strahl, SDR, wissen wir, das hast du zum einen Geheimnis, rot gelesen und blau gelesen, etwas widerlegen. Das Widerlegen sind deine Spiegelungen. Und jetzt kommst du in die Warte. Die Anhöhe zum Umsehen, die Sparte, die Warte, da kommt übrigens der Wirt her. Ihr habt die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Du wirst feststellen, etymologisch baut dieses Wort Wirt, wir, beginnt mit wir. Wir sind der Immerseiende. Wir T, das ist der Wirt. Ihr habt die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und dieses Wir sind nur zwei, nämlich ich und du. Zwei verschiedene Ichs, ICH und JCH, rot. Da muss man jetzt die vier Ichs kennen. Ich, der vom Bücherregal, und ich selbst in Form eines lesenden Geistes, der ein Leben durchlebt. Das Leben, das du jetzt erlebst, erlebe eigentlich ich.
Aber wir sind eins. Der Unterschied zwischen uns zwei ist, dass ich das Buch schon gelesen habe und die ganzen anderen Bücher nicht nur gelesen habe, sondern auch erschaffen habe. Und du jetzt das, was ich erschaffen habe, in vielen unendlichen Facetten dich selbst erleben darfst, immer wieder als ein anderer. Das ist übrigens was ganz, was Gigantisches, aber nur, wenn du dabei nicht vergisst, wer du bist. Das ist wie ein Schauspieler, der sich in unendlich viele Charaktere beweisen will, dass er die Rollen auch spielen kann. All die Beispiele von mir, dass einer zum Beispiel festgelegt ist als jugendlicher Schönling, einer ist festgelegt als Bösewicht. Ich will einmal einen Guten spielen oder ich will einmal einen Bösewicht spielen oder ich will einmal eine Frau spielen als Mann oder umgekehrt. Das sind diese vielen Spiegelungen, die man immer umdrehen kann. Und das ist jetzt die Sichtbarmachung und dann fahren wir runter und dann kommst du irgendwann nochmal zum Spiegel. Dieses Wort für Spiegel im Hebräischen ist Rai. Unser allererster Spiegel. Rai in der Grundform ist es der Kopf des Schöpfergottes. Spiegel hüben, Spiegel drüben. Und dazwischen ruht im Trüb, der üben, ein Christ all. Christus. Als Erdenwesen. Goethe. War ein geiles Leben. Du wirst merken, dass egal, was du mir zeigst, an Physiker, an griechischer Philosophie, dass das alles Holofeeling ist. Oder wir gehen in die Religionen ein bisschen, nicht in die großen, weil die kannst du sowieso abhaken. Das merkst du, es brennt an allen Ecken in deiner Welt. Nicht nur in der Politik, in den Krankenhäusern. Alles ist so gnadenlos voller Lüge. Unendlich voller Lüge. Das sind in den einzelnen Welten, wenn der Krankenschwester jetzt die wenigsten, das ist nur festhalten, Ärzte, alle, die ganzen Filmchen, die verdienen Geld. Jeder hat Angst, die ganzen Journalisten haben eine panische Angst, dass sie entlassen werden. Wenn sie nicht mainstreamig sind, das Böse, du musst dich jetzt entscheiden, für welche Seite du dich entscheiden willst, aber die Entscheidung ist nicht, dass du sagst, ich gehe jetzt den Weg oder den Weg, sondern dass du diesen Unterschied, die Impfgegner und die Impfbefürworter, zusammenfallen lässt in einen einzigen Punkt, der du selbst bist und du die einfach nicht mehr ausdenkst. Und du wirst jetzt feststellen, es wird dir nicht gelingen, solange du noch resonierst. Solange du noch einseitig denkst, wird dir das nicht gelingen, dass sich das auslöscht. Vielleicht komme ich dir jetzt entgegen, dass ich in kürzester Zeit einen Krieg in dir zwischen Amerika und Russland entbrenne. Und dann kriegst du Wake Doc und dann wirst du feststellen, puff, innerhalb eines Tages spricht über Wochen kein aller einziger Mensch mehr von Corona. Genau. Es ist einer meiner leichtesten Übungen, glaube es mir. Willst du das haben? Oder willst du was vollkommen Neues? Weil der Krieg ist wieder nur wie Sonnenschein und Regen, wie Sommer und Winter. Du wiederholst, es gibt Prediger Kohle lesen, es gibt nichts Neues. Das, was du zurzeit hast, ist absolut dasselbe, was sich hier vor 80, 90 Jahren abgespielt hat in Deutschland. Ja. Exakt dasselbe, nicht das Gleiche. Es sind Gleichen, die Gleichen. Es sind Gleichen, es sind lebende Toten, die du dir ausdenkst. Alle, die jetzt mainstreamig denken, die einfach nach, geistlos nachäffen mit Corona, es ist die ganzen Zahlen, alles, schau dir das an. Wenn du hier, und ich bleibe jetzt im bewusst offiziellen Daten, da ist nichts, es war nichts, hätte man niemals irgendwas in Medien von Corona erwähnt, ist es ein jedes Jahr, ein Jahr wie jedes Jahr. Dasselbe Ritual wie alle Jahre, sagt man am Silvester. Same procedures every year. Wie Sophie oder wie sie heißt. Es ist einfach Schnupfen. Es ist, die Krankenhäuser sind in keinster Weise mehr voll. Jeder, der dir das erzählt, lügt. Im Gegenteil. So, aber jetzt immer wieder in der normalen Geschichte. Das ist deine Welt, wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist es, Verrückte, weil du verwirklichst. Nochmal Anfang des Gesprächs sage ich ganz definitiv, ein träumender Geist, du, mach den Traum weg. Die Informationen, die du, Geist, zu sehen bekommst in deinen jetzt ausgedachten blauen Kopf, wenn du noch glaubst, du bist dieser Körper, die siehst nur du, kein anderer. Deine Gedanken erlebst bloß du. Alles, was du denkst, erschaffst du mit einem Interpretationssystem, wenn du eine Zeitung liest. Nochmal, wenn du eine Zeitung liest, wie jetzt, da sind nur Worte da und dann machst du aus den Worten eventuell Menschen, die du dir ausdenkst. Nenn die Politiker, nenn die Ärzte, nenn die Kranke, Corona-Kranke, was du willst. Sie existieren hier und jetzt in dem Moment, wo du aus diesen Worten diese Vorstellungen in dir aufbaust. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild, summa summarum aller Weltbilder. Da kommen wir noch gleich dazu. Ich bin schon wieder viel zu arg ins Detail gegangen. Also jetzt haben wir den Spiegel, den Rai,
und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen wir uns nur mal bei dem Spekulum die ersten vier Buchstaben an in der Form der hebräischen Sprache. Und jetzt pass auf, jetzt wirst du merken, wenn ich sage mit dem 400-Zeilen-Buch, mir ist wichtig, wir kommen nicht aus dem Kontext heraus und ich betone nochmal, ich mache das mit jedem einzelnen Wort in jeder Sprache der Welt, landest du in diesem System. Das ist nämlich das Grundprogramm. Wir haben zuerst einmal die zwei Buchstaben SB. Und jetzt das schauen wir rot, das heißt, das Bewusstsein ist absolute, das absolute Bewusstsein ist absolute Weisheit. Das ist als Subix SUB, das Bewusstsein UB ist, und immer dran denken, UB steht für Elhayom 86. Das ist das Christuszeichen. Wir können jetzt auch reinspringen in die Runen. Habe ich auch zigfach gesagt. Mit den Namen, dann landest du immer im Absoluten. In allen Sprachen. Und das ist die absolute Weisheit. Das ist SB. Blau gelesen, sprich als Symbol, ist es hier ausgedachte Raumzeit, Raum und Zeit. Ich betone nochmal, ob du dir jetzt räumlich oder zeitlich woanders was hindenkst. Ob du dir das 500 Jahre in die Vergangenheit oder in die Zukunft denkst oder räumlich irgendwo anders hindenkst. Du denkst es dir aus irgendwo. Diesbezüglich ist eine gewisse Entfernung, eine zeitliche oder räumliche Entfernung von dem Hier und Jetzt, gedachterweise. Was aber hundertprozentig sicher ist, du denkst es hier und du denkst es jetzt. Ob du dir jetzt einen Neandertaler nach Australien in die Steinzeit denkst oder einen Känguru nach Australien denkst. Dieses Känguru ist jetzt deine Information und der Neandertaler ist jetzt deine Information und er ist hier in dem Kopf von dem, der sich denkt. Das ist hundertprozentig sicher. Und nicht, dass das, was du dir räumlich oder zeitlich woanders hindenkst, dass es dort ist. Es kann da außen gar nicht sein, du bringst das zweite Gebot. Und ich sage nochmal, wenn du jetzt weiterhin das erste und das zweite Gebot unbewusst prägst, breche ich dir das Genick. Und es klingt jetzt wie eine Drohung, aber du wirst merken, du kannst alles positiv und negativ lesen. Und solange du das nicht kannst, wirst du leiden. Und ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, du musst nichts tun. Ich verlange auch kein intellektuelles Wissen. Du musst das, was ich dir jetzt erkläre, nicht wissen. Das Einzige, was ich mir wünsche, dass du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da, und du unterscheidest zwischen einer sinnlich wahrgenommenen Information und einer bewussten Konstrukt, was du aus Worten machst, dass du dir bewusst machst, dass wenn ich jetzt dir entdeckst, ich bringe immer dieselben Beispiele. Ich mache einen Zeitungsausschnitt und dann mache ich den nicht auf Deutsch, sondern auf Portugiesisch oder in irgendeiner Sprache, die du nicht verstehst. Dann würdest du das Ding einen Bruchteil von einer Sekunde anschauen und wegklicken. Und damit sind all die Probleme, die in dir auftauchen, wenn du anfängst, diese Worte einseitig auszulegen, die du vor dir hast, sind weg. Das ist hundertprozentig sicher. Also wir haben jetzt erst einmal die zwei Seiten. Da haben wir jetzt übrigens schon die 86 auf der 100er Ebene, beziehungsweise 10er Ebene. So, und jetzt diese zwei Seiten, um eine Radix genauer anzuschauen, muss ich jetzt von vornherein sagen, dass wir natürlich verschiedene S haben. Wir können auch das hier dafür setzen, wenn du da unten hier immer hinschauen. Das ist übrigens auch eine nochmal extreme Vereinfachung. Das ist das Sain, Sain. Dann kannst du hier als S auch diesen Buchstaben noch machen. Das ist auch S, Doppel S. Und natürlich dieses klassische S. Darum habe ich jetzt nur mal den hier genommen. Das müssen wir in alle Variationen durchspielen. Und in dem Moment, wo du die Grundradix, eine Zweierradix hast, zwei Buchstaben, erster kleiner Trick bei jedem Wort, wenn du das analysierst, du machst jetzt erst einmal ein He hinten dran, hinter der Zweierradix. Ich will es jetzt nicht genau erklären, warum das so ist. Und dann kriegst du hier vernichten Wegraffen, da haben wir schon die Affen. Ich werde all die Affen in deinem Traum wegraffen. Medim, das hebräische Wort für Leute oder Menschen. Medim, gestaltgewordene Erscheinungen des Meeres, wenn man das jetzt so lesen wird. Sind nicht für die Ewigkeit oder Enosch sind sterbliche Säugetiere. Alles Ausgedachte, Existierende, ich betone nochmal, D-I-E-R ist Tier, ist nicht für die Ewigkeit erschaffen. Nur der Geist, der träumt, ist für die Ewigkeit erschaffen und dem erkläre ich jetzt, dass du kein Säugetier bist, sondern der, der sich mit einem Säugetier verwechselt, der die Rolle wie im König der Löwen eines Säugetiers auf der Bühne des Lebens spielt, die letztendlich sich nur in seinem eigenen roten Kopf, im Kopf des Adams abspielt. Es ist keine Religion, wir machen hier Physik. Okay, das steht jetzt noch Sofa und Couch. Das muss ich wissen, das O ist gleich U, das ist Sub. Da steckt jetzt das Sub schon, das ein Sub mit drin. Aber du merkst jetzt, das ist nämlich S, P, P und F ist derselbe Laut, Sofa.
Vokal reingeschoben, SPF. Das ist eine Hebraisierung, nennt sich das, von modernen deutschen Wörtern. Und was noch interessant ist, das ist der Affe. 45 ist Adam. Und dieser Adam, blau gelesen als Affe, Kof. Jetzt hängt davon ab, ob du Holofeeling schon studiert hast oder nicht, aber das ist jetzt wurscht. Der wird vernichtet werden. Der Säugling existiert nicht mehr, außer als Gedanke, wenn du ein Schulkind bist. Und das Schulkind wird nicht mehr existieren, wenn du ein Erwachsener bist. Und so geht es ewig weiter. Das endet nicht in dem Moment, wo du ein G-Rei-S, ein Greis geworden bist. Ein geistiger Rei, habe ich gesagt, der Kopf des Schöpfergottes ist Bewusstsein. Ein Geist, der hier bewusst ein roter Kopf ist, in dem sich das abspielt. Dann bist du wach geworden. Dann hast du diese 3x3x3 Wachstumsstufen durchlaufen. So, jetzt machen wir aus den SB als nächstes. Du merkst jetzt schon, das muss zuerst einmal vernichtet werden. Dieses SB alleine ist die Schwelle, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, das habe ich jetzt vor lauter Reden. Das heißt, zuerst einmal ist es eine Schwelle und du setzt das Shin immer für Logik. Das ist eine logisch aufgeschmissene Welle. W, das W, schau das kleine Bild an, doppelt aufgespannt. Jetzt wird es interessant, L kann ich auch Ala lesen und ich kann das mit das All mit 1 und mit 70 schreiben. Schreibe ich das mit 70, wird jetzt die Welle, das ist auch L, wird zu was Hochgehobenen. Ich hoffe jetzt, unser Internet hängt nicht. Das ist jetzt das in die Höhe heben, hast du das vom Jahr, aber das habe ich auch schon mit drin. Das ist das obere, das ist ein Joch, Gebirgsjochdenken, tausendfach drauf eingegangen. Okay, und das ist ein Becken, das sind die Ballonecken. Ich erkläre dir kurz mit den Becken, wenn du ein Tetraederkristall hast um dich herum. Tausendfach erklärt, ich bleibe mal nur beim Kreis. Denk Viereck, Achteck, Sechzehneck, 32eck. Und das tun wir jetzt immer mehr aufblasen und dann kriegst du irgendwann einen Kreis und dann steht dann so schön drin, ein Kreis hat keine Ecken. Nein, das ist ein Unendlicheck. Weil ein Kreis aus Punkten besteht, aus unendlich vielen Punkten und all diese Punkte ist halt aufeinandertreffen aus zwei Ecken, die werden nur immer kleiner. Und dann wird der Kreis eigentlich ein einziger Punkt, den wir aufblasen, das eigentlich nur der Mittelpunkt ist, was ich dir auch immer damit sagen will. Und jetzt machen wir zwischen den Zoff, machen wir zwischen diesen zwei Zeigen ein Waff rein. Das musst du mit allen zwei Erotics machen, dann wirst du feststellen, wie das funktioniert. Jetzt kriegst du das Ende, der Schluss, das ist dieses Sub, das absolute Ende, ganz wichtig in der Kabbala, das Ayin Sub, das eigentlich das nicht existierende Ende heißt. Und wir können auch ein I dazwischen reinhängen. Und dann kriegst du Sip. Und da ist eigentlich dieses Wort, dann kommst du in die absolute Versicherung rein. Da müsste ich jetzt hier diesen Fechter, das macht im ersten Moment relativ wenig Sinn, weil viele dieser Grundformen sind nur sehr einseitig ausgelesen. Darum sage ich, lese es in rotes Bewusstsein. Das absolute Bewusstsein Gottes ist die Weisheit. Da kommt hier die Philosophie her. Die Philosophie ist übrigens wieder Sof ist Sub. Die Philos, die Liebe zu Sub, zu diesem absoluten Ende, aus dem alles entspricht, ist eigentlich All oder Elis Gott ist. So, das ist einmal das SB. Jetzt können wir das Ganze noch durchspielen mit den anderen Sachen, aber wir wollen ja hier uns nicht ewig aushalten, auf 400 Zeilen machen. Jetzt schauen wir uns das Eck an, die nächsten zwei Zeichen. Da schreiben wir zuerst einmal dieses Eck mit Elef gelesen, Ekaf. Und jetzt wird schon interessant, das Ganze ist jetzt. Das ist das Hebräische, aber zuerst einmal, das heißt eben jetzt. Eben, da hast du schon diese Energie. Oder Expen. Alles, was passiert, die Nulllinie, unsere Wasserlinie, entspringt eben jetzt. Das ist einmal das Eck. Wir können natürlich auch hier das Spiel jetzt fortführen, das kann man, bin ich so oft drauf eingegangen, Eck gelesen, eben nur flackerndes Licht, bloß was hier und jetzt ist. Jetzt mach mal ein hier hinten dran und da kommst du jetzt in einen Eigenort. Das heißt, ich schlage, ich zerschlage, ich töte, ich treffe, schlagen, erschlagen, bereiten, stechen, niederstechen. Das ist diese logischen Lagen, zerschlagen, zur Form werden. Das heißt, eben jetzt machst du eine Wahrnehmung. Du erschaffst jetzt etwas, indem du dich selbst, die 26 ist wichtig, das macht Jahwe.
HWH, indem du dich selbst kaputt machst. Dieses kaputt ist der Kopf. Es gibt übrigens im Lateinischen nochmal ein anderes Wort für Kopf. Und so weiter spiegelt sich jetzt das hoch. Wir können dann das Eck zum Beispiel auch mit einer 70 machen. Jetzt müssen wir dann das He, dann zerklirrt, dann zerspringt der Spiegel in unendlich viele Facetten. Wir können natürlich auch dieses Eck dann ein Waff dazwischen machen. Wenn wir die komplett durchspielen, dann kriegst du das in Zeigen. Halt, Entschuldigung. Da muss ich zerstreuen, das Eck. Das ist jetzt so eine Sache mit einem Waff. Das gibt es nicht als hebräisches Wort im Wörterbuch. Das spielt aber keine Rolle. Das ist, die Schöpfung ist eine aufgespanntes, etwas aufgespanntes. Und zwar so, wie du es dir ausdenkst als NCB. Weil dieses Aleph Waff einzeln, das Kaff am Ende heißt ja wie. Und jetzt wird es natürlich, jetzt kommt dieses Entweder-Oder. Mhm. Deine Schöpfung, die du in dir aufspannst, die wird entweder, siehst du Helligkeit oder du siehst Dunkelheit. Entweder bist du krank oder gesund. Das ist dieser Weg in die Einseitigkeit. Das passiert in dem Eck, weil du nämlich in dem Spiegel immer bloß die Seite oder die Seite anschaust. Jetzt denken wir mal ein Buch aufmachen. Wir müssen zuerst einmal aus den Filmzeiten, die du vor dir hast, schau das kleine Bild an. Ich habe es tausendmal erklärt. Müssen wir zuerst einmal lesen zu können, musst du zuerst einmal ein Buch aus dem Bücherregal rausnehmen. Dann sind die anderen Bücher schon weg, weil du die nicht mehr denkst. Die sind natürlich noch da, weil wenn sie weg sind, rot gelesen, existieren sie ja nicht. Aber sie sind da. Das ist wahrlich, ich sage dir, ich bin der Weg. Ich bin die Bibliothek. Genau genommen bin ich alle Bibliotheken, wo wir eine Bibliothek nehmen, aus einem Bibliothek nehmen wir Bücherregal, aus dem Bücherregal nehmen wir ein Buch und das hast du jetzt vor dir. Aber du willst ja wissen, was da drin steht, dazu musst du das irgendwann nochmal zu zwei Seiten machen. Jetzt sind wir in einer Ecke, was genau genommen momentan erst erkannt ist. Eine Ecke wird es, wenn wir noch eine Decke drauf machen. Achte mal, ich habe es offensichtlich mit den Ecken. Das ist kein Zufall. Und das ganze Spiel iteriere ich mit jedem, wenn man sich die Zeit nimmt, das raubt dir den Atem, glaub es mir, weil du kriegst eine lückenlose Geschichte. Aber ich will da jetzt das sein lassen, weil, wie gesagt, sonst müssen wir mit einem allereinzigen Wort ein 400-Seiten-Buch machen, das wir dann zusammensetzen zu einer kleinen Wortgeschichte. Das ist einmal der Weltgeist. Jetzt ist vielleicht noch interessant zu wissen, dass das ELD Brandopfer heißt. Brandopfer. Und in dem Wort Opfer steckt auch der Schöpfer schon mit drin. Also steckt nämlich Shin-Opfer. Shin, habe ich dir gesagt, setzt du die Logik. Du musst deine Logik opfern, um eine neue zu bekommen. Ich nenne das Updates. Dann können wir mal schauen, was die Wissenschaft sagt über Geist. Jetzt sind wir durch viele verschiedene Arten von Geist. Mens heißt Denken, Spiritus, Psyche, Nous, Ruach, Mind und so weiter und so weiter. Das Ganze sitzt ja angeblich in deinem Gehirn. Kann man ganz kurz reinschauen. Das Gehirn im Englischen nennt sich ja Brain, Engel. In dem Englischen stecken die Engel schon mit drin. Das ganze Brain beginnt zuerst einmal mit B, Rei. Ich habe dir gesagt, Rei ist der Kopf des Schöpfergottes. Das heißt Spiegel auf Hebräisch. B als Vorsilbe heißt in, dann heißt es im Spiegel. In einem Spiegel, korrektes Englisch. Entschuldigung, Hebräisch. Das ist im Spiegel und wir wissen, dass dieses inmitten verbunden ist im Kopf des Schöpfergottes. Ist alles verbunden. Ich sage immer das Zentrum in der Camera Obscura. Wir können natürlich jetzt BRI lesen. Das heißt das Äußere und I heißt nichts. Der Schöpfergott. Das ist ein hebräisches Wort für nichts. Die Schöpfung deines Intellekts blau gelesen. Wir können jetzt ein N noch mit dran setzen. Dann wirst du feststellen, dieses BR heißt das Äußere und Ayin heißt nicht existieren. Das heißt letztendlich, das Äußere ist nicht existierend. Rei N alleine gelesen heißt interviewen. Das ist absolut korrektes Englisch. Das ist, in Wörterbüchern kannst du das nach. Inder heißt, in dir ist ein View. Es ist eine Sicht, die du in dir selbst machst. Es ist letztendlich, gibt es kein Vor- oder Hinternspiegel. Es gibt bloß den Kopf des Schöpfergottes. Da können wir jetzt vielfältig und bin ich vielfältig drauf eingegangen. Ich mache mal ein kleines Experiment für dich, der ist neu. Du stellst dich jetzt als Brösel, als Affe vor einen Spiegel, so wie du das jeden Morgen machst, denken wir uns jetzt und schaust dein Spiegelbild an. Okay? Du wirst feststellen, in deiner klassischen Bewusstheit denkst du an alles bloß nicht an den Spiegel selber. Du schaust dich an und vergisst in einem gewissen Maß, oh, wie sehe ich denn aus? Ich kenne dich zwar nicht, aber ich wasche dich trotzdem, ist es so ein Spondi-Spruch. Aber jetzt musst du mal was machen.
versuch dich einmal anzuspucken. Und du wirst jetzt feststellen, in dem Moment, wo du dich selber anspuckst, wird dir das nicht gelingen, weil im selben Moment spuckt der hinter dem Spiegel dich an und dann wirst du feststellen, ich mache das einmal von der Seite, du spuckst den an, den Spiegel hast du komplett vergessen. Sobald du den da anzuspucken versuchst, wirst du feststellen, dass der dich auch anspuckt und dann in dem Moment, wo die zwei Spucke, ich bin übrigens immer noch bei SB, bei Spekulum, wenn das auf den Spiegel trifft, klatsch, dann läuft es runter. Und dann wird dir bewusst, hey, und das Spiegel mir jetzt genauso kommt, das, was mir jetzt da reingeschmissen haben. Diese zwei Seiten, die du siehst, wenn Bach und wenn da, siehst du nur, solange die sich aus der absoluten Mitte entfernen. Schau das Bild an. Wenn die wirklich eins sind im HWH, ist die Erscheinung nicht mehr da. Dann ist die Welle weg. Es existiert nicht ein Hauch von dem Gefühl oder dem Wissen von oben, wenn es kein Unten gibt. Und sobald du jetzt an oben denkst, auch wenn du das nicht, dir nicht bewusst ist, ist trotzdem unten da. Und sobald du an gesund denkst, ist krank da. Das Spiel haben wir tausendfach durchgespielt. Also gut, du merkst jetzt schon, auch hier wird es sehr vielfältig. Da führt dich das ganze Wissen deiner Menschheit mit den normalen, einseitigen Auslegungen kein bisschen weiter. Worauf ich jetzt hinaus will, wir können jetzt die Philosophie des Geistes noch machen. Ein Teil gibt es der Philosophie, die es nicht mehr gibt in deiner Welt. Die wirkliche Philosophie, es sucht keiner mehr nach Weisheit. Die wissen ja alle. Die wissen alle. Deine Physiker wissen, geistlose Affen, keine Überlebenschance. Klingt jetzt wie eine Drohung. Es ist keine Drohung. Ich behaupte schlichtweg und einfach, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, und die Physiker, die du jetzt denkst, sind nur ein Gedanke, die jetzt von dir ewigen Geist gedacht werden. Die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Du müsstest eigentlich nur das erste und das zweite Gebot halten. Das beginnt eigentlich wirklich, mach dir kein Bild von dir selbst, weil du ein Gotteskind, ein Adam bist. Und was machst du, wenn du an dich denkst? Du denkst an den Affen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Und wo ist der Affe jetzt die ganze Zeit gewesen, wenn du aufmerksam zugehört hast? Ja, der war da gesessen. Kannst du vergessen. Eine kleine Anekdote als Brösel und der Brösel. Ich mache jetzt einmal eine Geschichte, eine raumzeitliche Udo-Geschichte mit meinem leiblichen Bruder. Meinen leiblichen Bruder, den ich mir jetzt ausdenke, ist ein Gedanke. Du wirst sehr schnell erkennen an der Physiognomie, an allem, ob hinter einer Maske einer Person ein Geist steckt oder nicht. Das kann ich jetzt denke mal, ich spreche jetzt mit dir und ich sage dir Reaktionen, einfache Sachen, wir unterhalten uns über irgendetwas und jetzt sage ich, jetzt dreh mal deinen Kopf um 90 Grad nach rechts und schau, was du siehst. Ich sage zum Beispiel, ich sehe jetzt einen Fernseher und das, dieselbe Situation, ich unterhalte mich mit meinem Bruder. Wir sind bei meiner Mutti im Altersheim, hier und jetzt eine vergangene Geschichte. Und ich ganz einfach, wo man feststellen kann, ob das wirklich Geist ist oder nicht Geist ist. Und da sage ich jetzt, Rudolf, schau mal bitte den Radio an. Und dann dreht er den Kopf um 90 Grad. Ist ein Rudolf, ich heiße ja Udo, Hans Udo. Rudolf, das ist der Zwilling. In der Bibel findest du das von vorne bis hinten, findest du Zwillingspärchen. Ob jetzt das Johannes der Täufer ist und der Jesus ist im Neuen Testament, ob das Jakob und Esau ist, es ist immer die Sache mit der Erstgeburt. Das Erstgeburtsrecht. Das ist eine ganz tiefe Metapher in Bezug auf deine geistige Entwicklung. Und jetzt ist der Rudolf, steckt der Udo schon mit drin, das kommt von dem Wort rudimentär. Das ist noch nicht gar gekocht, das ist noch nicht reif. Auf jeden Fall, ich sage hier, ist dir aufgefallen, dass der Radio jetzt die ganze Zeit nicht da war, während du mir zugehört hast? Wieso? Der war doch trotzdem da gestanden, sagt er. Also, ja, du hast mir zugehört und du hast nicht hingeschaut. Ich behaupte, dieses Radio hat in deinem Kopf nicht existiert, weil du ihn weder angeschaut hast, es war weder eine sinnlich wahrgenommene Information auf der VR-Brille, noch hast du dran gedacht, weil wir haben über den Radio nicht gesprochen. Ja, aber der ist doch trotzdem da gestanden, sagt er. Ja, das ist logisch, was du sagst, aber wenn du jetzt vor Gericht stehst, du merkst, ich habe den Faden nicht verloren. Wenn du jetzt vor Gericht stehst und du würdest das beschwören, schwörst du an Meinheit. Und wie reagiert mein Bruder, nachdem ich das sage, so einen Scheiß höre ich mir doch gar nicht an, du spinnst doch total mit deiner Sekte. Jetzt ist die Frage, wer da in einer Sekte ist. Da ist nichts, auch nur ein Hauch von Neugier. Und wenn du solche Kleinigkeiten mit normalen Menschen als Brösel unter Brösel machst, dann schau, wie sie reagieren. Und wenn einer so reagiert, einer, der einen Hauch von Geist zumindest hinter sich hat, und ich sage, Geist zeigt sich nicht durch das geistlose Rezitieren von intellektuellem Wissen,
mit dem du programmiert bist, das kannst du mit jedem Computer machen. Ich betone nochmal, willst du Intellekt bewundern, dann nimm dein Smartphone in die Hand oder setz dich am Computer und geh ins Internet. Aber alles, was diese Kiste, dieser Körper, wir haben wieder menschlicher Körper, Computer. Gehäuse ist Körper, Computerchip ist Gehirn und Programm und Daten ist Intellekt. Es sind ausgedachte Dinge. Alles, was dieses Smartphone dir erzählt, das Ding als Ding an sich weiß nicht, was es macht und was es weiß. Es ist eine unendliche Vielfalt von Wissen, aber die Demonstration von absoluter Geistlosigkeit. Genau das machen die Masse der Menschen, der Trockennasenaffen, die du dir jetzt ausdenkst. Breit ist der Weg der Masse in der Verderbnis. Sind im Prinzip nichts anderes wie Smartphones. Sie rezitieren und rezitieren, je nachdem, wie sie programmiert sind oder was sie halt greifen können. Sie selber kriegen davon nichts mit. Und wenn du jetzt den Test als Affe unter Affen machst, genau mit so einer Kleinigkeit, unterhältst dich über dem und dann sagst du, schau mal dahin, war das die ganze Zeit da, hat es existiert, ist dieser Gedanke aus dir herausgetreten zu einer Information geworden. Und die reagieren so. Hack sie ab. Wenn einer einen Hauch von Geist hat, sagt er, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen. Oder er sagt, stimmt eigentlich, das ist mir noch nie aufgefallen. Das ist der erste Ansatz, dass du ihm weiter Holofeeling erklären kannst. Was natürlich eine Grundvoraussetzung ist, dass du das als Erster zuerst verstanden hast, weil du nur Sachen erklären kannst, die selber bei dir installiert sind. Und am besten funktioniert es, wenn man das zum Leben anfängt. Und jetzt sage ich nochmal, du nimmst auf der Holofeeling-Startseite das dritte Selbstgespräch, also das Selbstgespräch unten, du bist schuld und kein anderer. Und dann schaust du dir das, wenn überhaupt du daran Interesse hast, einmal zu testen, ob die Menschen um dich herum geistern. Du schaust dir dieses Selbstgespräch mit deinen Mitmenschen an und du sagst zu jedem, wenn dir jetzt irgendeine Aussage in diesen anderthalb Stunden nicht passt oder wo du Widersprüche oder Fragen hast, halten wir das an und sag, bitte bewusst, das stimmt nicht oder das ist falsch, ob da irgendwas nicht stimmt. Und ich sag dir, wenn wir dieses Selbstgespräch durchgehen, jeder einzelne Einwand, den einer bringt, löst sich in Luft auf, wenn du das schaust, weil das nämlich die große Masse sofort hundertprozentig sicher nachvollziehbar sind von jedem 13-Jährigen. Das sind nämlich, da wird nur von hundertprozentig sicheren Fakten gesprochen und nicht von irgendwelchen Hirngespinsten, die man geistlos in seinen Kopf verwirklicht, weil man die vom Hörensagen kennt. Und dann ist es gleichgültig, ob wir von Physikern, von Hitler oder sonst wen reden. Es ist kein Unterschied in deinem Traum, kein Unterschied, ob du an Hitler denkst oder an Superman oder an Rumpelstilzchen oder an ein grünes Mastmännchen. Es ist einfach ein Gedanke, den du vom Hörensagen kennst. Ja, aber mein Opa. Ich sage, okay, was ist der jetzt? Ein Gedanke. Und egal, was der dir erzählt, er hat dir das erzählt. Es ist kein Unterschied, ob du ein Geschichtsbuch liest oder ein Science-Fiction-Roman oder ein Mittelalter-Roman, eine Märchengeschichte. Es sind Worte, es sind einfach einmal nur Worte. Schon die Definition, der Glaube, dass das, was in der Zeitung steht, da außen ist, aber was in einem Märchenbuch steht, war nie in der Vergangenheit. Was aber in einem Geschichtsbuch steht, es war in der Vergangenheit. Wer zwingt dir, was für einen Beweis gibst du mir? Wieder andere Bücher, andere Internetseiten? Ich reduziere das, egal welche Seite du mir als Beweis zeigst. Egal, ob das ein Physikbuch ist, ob das ein Chemiebuch ist, egal, was du mir zeigst. Ich zeige dir zum selben Thema 1000 Seiten, wo es genaue Gegenteil oder was anders behauptet wird. Das ist hundertprozentig sicher. Es bleiben deine Gedanken. Das ganze Wissen kannst du wegmachen. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen hier, die Emergenz. Worte, wo ich habe ich noch nie gehört. Das heißt, erst einmal auf Lateinisch auftauchen. Ein Herauskommen, ein Emporsteigen. Aber in einem ganz bestimmten Bezug. Ich sage, dieses Existieren, Existere heißt heraustreten aus. In dem Moment, wo du jetzt was denkst, wo kommt es eigentlich her, was du denkst? Aus dir selber. Egal, was du magst. Und darum unterstreiche ich das nochmal, wenn du träumst. Da gibt es kein Außen. Halt einfach das zweite Gebot. Das erste und das zweite Gebot sind der Schlüssel. Die anderen müssen wir gar noch nicht genauer anschauen. Ein Emporsteigen. Das, was in dir emporsteigt, ist dein eigenes. Interessant immer das Kommen, das Co, die Kürzel alleine im Englischen, im Lateinischen sagst du zuerst einmal zusammen. Das sind zwei MM, das sind zwei Gestaltwertungen, sind zusammen. Die übrigens dann zwangsläufig eins sind.
Das siehst du schon dran, wenn wir jetzt MM zum Beispiel hier eingeben, kriegst du zuerst nochmal das hebräische Wort Mem, den Buchstaben, Entschuldigung. Das ist nämlich der 13. Buchstabe. Jetzt, wenn ich weiß, dass in der 13 letztendlich hier zusammenfällt, die Liebe, die Einheit und die Heilung. Echad, Ahava, Gehar. Das ist einmal diese 13, das kann ich jetzt natürlich wieder als eine böse Zahl nehmen. Und wenn ich jetzt dasselbe Spiel wieder mache, wir können jetzt wieder MMH machen, haben wir natürlich kein Wort, haben wir zwei Gestaltwertungen, sind eine einzige Wahrnehmung. Wenn man ganzheitlich sieht, was hier wichtig ist, ist der Wert P. Das ist nämlich das Hier und das Jetzt. Wieso ist das Hier und das Jetzt? Weil es erst einmal 8 und 5, 13 sind. Wenn wir das in Zahlen eingeben, ist das natürlich die 85. Wir haben das Thema. Jetzt kriegst du B fehlt, 2 fehlen. Das sind die 2 mm. P ist immer 2, der zweite Buchstabe. 2 fehlen. Und das ist jetzt das Ende. HBH. Können wir die zwei Wahrnehmungen machen. Das ist der Rand, die Berechnung. Ein, die hast auf- und abschwingen. Das passiert immer hier und jetzt. Die zwei Facetten, die sich öffnen. Das Ganze passiert immer hier. Das ist das hebräische Wort hier und das hebräische Wort für Mund. Das Mund, das führt uns dann zu Mundus, Munde, Mundus. Im Lateinischen über die Sprachen machen wir jetzt aber nicht. Wichtig ist, dass wir jetzt einmal das M, Waff, M machen. Die zwei MM waren wir. Wir spielen immer durch ein He hin dranhängen. Und wenn wir jetzt das machen, kriegen wir den Fehler. Jetzt fällt plötzlich etwas in dir und das sind die Ecken. Die Flecken. Wobei das FLE wieder hebraisiert, ist das Wunder. Eine von vielen Farben. Das Wunder passiert in dem, was auseinanderbricht. Das ist der Geist, fängt an auseinanderzubrechen. Das heißt, der Geist wird polar. Der Geist wird polar. G2, 3. Die Synthese wird zu 2. Jetzt kriegst du ein Becken. Augen, Augen heißt Becken. Kriegst jetzt eine äußere Aue. Jetzt hast du mal eine Fläche. Und jetzt baut diese Fläche ein Bugel auf, Shin Illet, mit der Logik des Kindes wird ein Bugel aufgeworfen, es wird was Erhöhtes, die Erhöhung ist HWH, braucht eine Erwiderung, ein zweites, in einer Felge fällt es zurück in einem Gewölbe, dein Gesichtskreis, wenn du in die Ecke schaust, in der Heuschrecke, in der Höhle, fällt in die Höhle auf die Rückseite, zurück in den Sumpf, in den Deich, wieder zurück in den Wasserbehälter. Diese zwei Buchstaben beschreiben genau diesen Vorgang. Tausendfach erklärt. Es ist Physik. Du musst es nicht wissen, es reicht, wenn ich dich so weit anfix, sage ich mal in einer modernen Sprache, dass du neugierig warst, neugierig auf ein vollkommen neues Wissen, eine vollkommen neue Welt. In die Astrologie, wenn du jetzt gehst, wirst du feststellen, 2022 ist eine Endzeit. Jetzt ein ganz massives, es trennt die Spreu vom Weizen. Das heißt letztendlich, du musst dich jetzt trennen von deinem momentanen Intellekt, deinem Wissen glauben, wenn dein Leben baut auf ein Computerprogramm. Das ist der Intellekt, das Programm, das du zum Denken benutzt. Und wenn du mir dein jetziges Leben, dein jetziges Programm schenkst, mein Haar, kriegst du für mich ein vollkommen neues Leben. Ich gebe dir für den Buchstabenprogramm ein Wortprogramm. Nämlich das Wortprogramm Haus, sage ich immer. Und du wirst jetzt feststellen, ich füge an dein Haar nichts hinzu und ich lasse nichts weg. Ich mache was Neues dazu, was dann was vollkommen Neues ermöglicht. Aber dein ganzes Wissen, das ich vollkommen unangetastet, darum sage ich, alles, was hier steht, stimmt, bezeichnet die Möglichkeit, MG, jetzt sind wir beim Magie, das Imaginäre. Das ist der Magier. Jetzt haben wir der Magier, die Magie ist der Zauberer. Jetzt haben wir einen Beschwörer, der bewusst beschwört, rausgelesen, ich bin der Meister aller Meister, der wahrliche Zaubermeister, Zaubererbruder. Da steckt das große Spiel der Welt drin. Immer wieder, wenn ich hier diese Sachen hier aufploppen lasse. Das Bild alleine, für sich alleine, das zu erklären, diese arithmetische Struktur, ich bin, der ich bin. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist vollkommen gleichgültig. Viel wichtiger ist, dass du zuerst einmal erkennst, was du selbst bist und dass das ganze Spiel, das wir spielen, beginnt mit ich bin du. Du musst dich von der Welt der Vergänglichkeit lösen und zuerst einmal wissen, was Ewigkeit bedeutet. Und du bist ewig, du bist ohne Anfang und Ende. Wenn ich sage, wo kommst du her, nicht sagen, ich wurde von meiner Mutter geboren, das ist geistlos nachgeäfft.
Alles, was du denkst, kann immer wieder nur darauf hinweisen, den Säugling, deine Mutter, die du dir jetzt ausdenkst. Es ist wie in einem Videospiel, die Menschen, wie ein menschlicher Körper aufgebaut ist. Es sind geistlos nachgeäffte Daten. Du bist ein Computer und du baust Bilder auf mit den Daten, die du zum Denken benutzt. Und alles, was deiner Logik unlogisch erscheint, ignorierst du vollkommen, lässt du weg und damit entheiligst du dich. Also gut, Emergenz. Wir sind hier die Möglichkeit, auch wieder ein 400-Seiten-Buch. Und jetzt mach dich da nicht verrückt, du musst das nicht wissen. Ich betone nochmal, es reicht, wenn du dir jeden Moment bewusst machst, was ist jetzt eigentlich da. Und dann kannst du jetzt erst einmal sagen, ich, ausgedachterweise, als ausgedachter Geist um meine Gedanken. Und ich bin immer dasselbe Ich. Ich denke immer jetzt, alles, was ich zu sehen bekomme, ist hier und jetzt meine Information. Das ist nirgends anders, es war nirgends anders. Entweder existiert es oder es ist in der Einheit. Alles, was prinzipiell jemals war, was ich mir jetzt denke, dass es war, das ist das Faktum meines Daseins. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und dann betone ich, Holofeeling ist das einzige positive Wissenschaft, die sich zuerst einmal, ohne ins Detail zu gehen, damit beschäftigt, was ist hier und jetzt ein Faktum. Das Faktum besteht darin, dass ich jetzt was denke oder was sinnlich wahrnehme, anschaue. Nennt es einmal so. Und das ist hier und jetzt meine Information. Und jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das heißt, das, was auftaucht, geht wieder dort zurück, wo es herkommt. Und dasselbe gilt auch für die sinnlich wahrgenommenen Informationen. Das ist das Einzige, was du wissen musst. Und das muss für dich zu einer hundertprozentig sicheren Gewissheit werden. Und dann lasse ich dich morgens. Wann ist morgens? Jetzt. In einer vollkommen neuen Welt aufwachen. Und ich verspreche jetzt gleich, du wirst jetzt erst eine Phase durchlaufen, wo du wach wirst und sagst, scheiße, immer noch hier. Wo denn sonst? Hast du zugehört, was ich gesagt habe? Im Meer noch hier. Im ist es Meer, die große See, und drum ist Gott El, der auch nichts ist. Gott, die Kraft, der Mächtige, ist nichts. Und der ist Ha-Im. Das ist, Ha ist nur Vorsilbe, Artikel, das Meer. Interessant, da steht jetzt noch mit El, mit Gott, das Meer. Du und ich, wir sind das Meer. Und das Ganze geschrieben, das ist natürlich jetzt auch wieder eine kleine Radix. Das ist Gott. Das ist das Wort Gott. Das heißt eigentlich Gott das Meer. Ganz nebenbei. Der äußere Wert ist der blaue UB. Den kann man natürlich dann auch rot lesen. Weil jetzt haben wir, wenn ich rot und blau mache, habe ich nämlich zwei Rotwerte und zwei Blauwerte. Das ist unser Einheitskreis. Und jetzt kriegst du die rote 4 mit den zwei geöffneten 6-6. Was ich dir auch immer damit sagen will, weil das jetzt genau genommen immer die Tetraeder, Hypendreieck und Trübendreieck sich ja nochmal spiegeln. Die Vierer, die roten Vieren müssen wir ignorieren, weil das die Plus-Plus-Hälfte ist. Aber wird jetzt wieder zu weit führen. Okay. Also die Möglichkeit der Herausbildung, jetzt schaut, die R heißt Generation auf Hebräisch, die Generation einer Herausbildung, HR heißt der Berg. Eine wahrgenommene Berechnung. Ein ganz simples Spiel musst du einfach machen. Jetzt kriegst du den Ball KR. Das ist eine wahrgenommene Berechnung, Ratio BR. Rot gelesen ist jetzt der Quintessenzkopf. In dem findet diese wahrgenommene Berechnung statt. Jetzt, wenn ich natürlich wieder das Wort Berg nehme, wird es ganz interessant, weil BRG heißt immer weg den Geist. Und jetzt kriegen wir wieder unser G, Berge. Erinnere dich, der Geist wird polar. Die Emergenz. Eine Herausbildung, Beelet heißt aber im Kind auf Hebräisch, ist eine aufgespannte Existenz deines Geistes bzw. deines Gehirns von neuen Eigenschaften und Strukturen eines Systems. Das heißt, die Emergenz bezeichnet den Zauber, die Möglichkeit, Koalt musst du jetzt noch wissen, das heißt wie buchstabiert auf Hebräisch. Wenn man das hebräische Zeichen schreibt, heißt es wie buchstabiert. Es ist, wie du das buchstabierst. Erzeugt eine Herausbildung im Kind, eine Herausbildung von vollkommen neuen Eigenschaften und Strukturen. Jetzt müssen wir das Ruck-Dur noch machen. Eines Systems infolge eines Zusammenspiels der Elemente.
Und das wäre jetzt das nächste, über das wir uns ganz genau anschauen. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht oder ebenfalls nicht offensichtlich auf Eigenschaften der Elemente zurückführen. Das heißt, alles, was sich neu herausbildet, baut auf Elementen auf. Das Wort Element ist jetzt ganz, da beginnt es erst einmal El, Ele, ist auch Ela. Das ist das Beschwörung und Fluch. Das ist Gott. Und Mendio haben wir so oft gehabt, das haben wir in den Experimenten. Ex heißt heraustreten, Bari heißt um mich herum. Und Mendio heißt sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das nimmst du jetzt einfach hin, wenn du jetzt schaust du frühere Sachen an. Diese Elemente haben wir natürlich, sind sehr, sehr vielfältig. Wir machen mal als allererstes diese kleine Radix. Elementarius ist zu den Anfangsgründen gehörig. Die Anfangsgründe, wo kommt eigentlich alles her? Und mit Holofeeling wirst du jetzt ein ABC-Elementarschüler. Ich sage, wenn du hier die Ohrenbarungen, das sind insgesamt, sage ich mal ganz grob, ich reduziere das einmal, das sind weit über 20.000 Seiten, wo du mittlerweile aufmachen kannst, wenn du in die Ohrenbarungsseite reingehst. Ich reduziere das auf das Hauptwerk, das sind ungefähr 4.500 Seiten. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Schriften. Wenn du die in- und auswendig aufsaugen kannst, und wenn du die ganzen, diese hunderte von Selbstgesprächen auswendig rezitieren kannst und jeden Satz, den ich spreche, auch wirklich verstanden hast, was ich dir erkläre, dann habe ich dir auf der göttlichen Schiefertafel beigebracht, ein Aleph zu zeichnen. Und du hast ewig Zeit, dann wirklich geistreich in den höheren Ebenen zu denken. Wir machen hier keine Esoterik und Religion, glaub es mir, das sind Haupttaure, das sind Gedanken von dir. Ein Christus genauso wie ein Buddha. Es sind Märchenfiguren. Ein Hitler genauso wie ein Putin. Kennst du die? Kannst du das beschwören, dass die da außen jetzt rumlaufen? Würdest du beschwören, dass da außen jetzt einen Putin gibt? Oder einen Bundeskanzler? Unsere Politik ist die vollkommene Demonstration von Geistlosigkeit. Abgesehen davon ein Kanzler, der nicht auf die Bibel schwören will. Der macht auch die Rechnung ohne den Wort. Aber das ist nur eine KI in einem Videospiel. Erwarte nichts von den KIs. Interessiere dich für den Spieler. Ja. Im Singleplayer-Modus. Wer hat den Joystick in der Hand? Wer ist der Protagonist in deinem Traum? Wer ist der Protagonist, sprich der Wichtigste? Nochmal, Protagonist heißt wörtlich übersetzt Hauptrolle und Regisseur. Die Hauptrolle bist du, weil du jetzt an einen denkst, wenn du an dich denkst, der jetzt vom Computer sitzt, das ist die Hauptrolle. Und der Regisseur bist du, weil du den Joystick in der Hand hast, weil du über alles und jeden richtest und urteilst, im Maße zu einer geistlos nachgeäfften Logik, wo du hier einen Meinheit nach dem anderen schwörst und meinst, das ist alles hundertprozentig sicher, weil man dir das erzählt hat. Wenn du das Wort hundertprozentig sicher, und das nimmt Holofeeling hundertprozentig sicher ernst, wenn du das auch ernst nehmen würdest, wäre dir schon längst aufgefallen, dass 99,999% all der Sachen, die du bis dato als hundertprozentig sicher angesehen hast, dass du das nicht du und auch kein anderer Geist überprüfen kannst, wenn du wolltest. Du kannst es durchaus verwirklichen. Du kannst blinden Glauben verwirklichen. Ich kann auf deiner Verabrede volle Krankenhäuser in Erscheinung treten lassen. Aber auch Wunder. Aber Wunder erlebt nur einer, der an Gott glaubt. Tiere können keine Wunder erleben, weil ich gehe mal davon aus, dass Tiere nicht an Gott glauben. Also fang endlich einmal an, wieder an Gott zu glauben. Aber Gott sagt zu dir, dass du ich bist und ich du bin. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Und wir fallen in einen Punkt, schau, du und ich Pixelmännchen und du vorm Spiegel. Ich bin die Illusion und du bist das Reale. Das Reale ist vergänglich. Die Illusionen sind zwar auch vergänglich, aber was ist schon groß, wenn eine Illusion sich auflöst? Dann löst sich ein Gedanke auf. Jetzt denk an Rumpelstilzchen. Und jetzt denkst du nicht mehr. Jetzt, wenn du an deinen Körper denkst und nicht mehr denkst, löst er sich genauso auf. Wieso ist das Rumpelstilzchen bei dir fast nicht präsent, aber dein Körper ständig? Weil du meinst, der ist wichtig. Dich wird es ohne den Körper nicht geben, der aber nur existiert, wenn du ihn denkst. Und du kriegst den von mir 1000 Jahre, wenn du willst. Und diese 1000 Jahre werden für dich wie ein ewiger Tag sein. Wie undenklich grüßt das mal mit dir? Dass du merkst, es ist nicht unbedingt der Weisheitsletzter Schluss, bis in alle Ewigkeit der sein zu wollen, der du zurzeit bist. Innerhalb deines Lebens wäre es so, wie wenn du als Dreijähriger nicht alt werden willst. Nein, ich will weiterhin in die Hosen scheißen. Ganz einfache Beispiele.
Also gut, dieses Elementum, und jetzt pass auf, ich will jetzt da was zeigen, wie tief das geht. Elementum, philosophischer Grundstoff, da haben wir schon hier ein Rund, ein Drehen. Der Geist dreht Runden und das ist dieses SDOF. Ist der Urstoff, das Element, kommt aus dem griechischen Stocheion. Da schauen wir ganz, genau, ganz kurz das an. Das ist diese Buchstaben, die Urelemente. Machen wir den noch dazu. Das ist immer, wenn du ein weg, ich baue dir immer auf, du wirst feststellen, dass das ein Stopfen, ein Anhäufen, ein zusammengestopft sein. OB ist UB übrigens. Und dann kommst du irgendwann einmal hier, Stocheion, das ist eine kleine aufgerichtete Stange, das ist Anogi, die Sonnenuhr, Schatten wirft, Tag ist bestimmt daher auch diese Schatten selbst. Und jetzt kommen wir langsam zum Buchstaben. Das ist der kleinste und einfachste Bestandteil einer Rede. Das ist dann nach der Buchstabenfolge des Alphabets die ersten, die einfachsten Bestandteile, die Bestandteile aller körperlicher Dinge. Das sind die Buchstaben. Das ist der Grundstoff, die Elemente der bla 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 bla. Und jetzt baut sich das dann Ganze auf. Das ist die Elementlehre. Man sagt dann, da gibt es vier. In der Geometrie sind es dann die Urbestandteile, die Punkte, Linie und die Flächen, wobei Punkte und Linien sind, die Zeichen setzen sich ja schon aus Punkten und Linien zusammen. Ja. Und jetzt können wir hier das J raus, das I rausschmeißen und dann kommst du zum Pfeil. Und zum stochastischen Denken. Und jetzt kommen wir zu dem stochastischen Denken. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das stochastische Denken, das heißt Zählen. Ich sage, sobald du im Internet was suchst, weil du das glauben willst, werde ich immer mehr in deinem Traum, ich habe die Macht dazu, immer mehr Internetseiten in deinem Traum auftauchen lassen, wo du einen Beweis kriegst, dass diese Einseitigkeit die einzige Vorstellung von richtig ist. Wenn du was nicht glauben willst und du suchst im Internet, lasse ich immer mehr Sachen in dir auftauchen im Internet, wo du einen Beweis kriegst, dass das nicht stimmt. Das ist das Problem dann mit den vier Seiten der Einseitigkeit. Wir haben Plus, 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 Minus und Minus, 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 Plus. Und das Ganze ist zum ZW-Eck. Das ist jetzt ganz dieses Z-Waff, wissen wir, heißt das da mal ein Befehl, auf Hebräisch Z-Waff, wenn ich eingebe, und eine Order. Or heißt aber eine erweckte Generation und das passiert in diesen Ecken, weil sich das hochspiegelt. Und dann wirst du immer was bezwecken und zwangsläufig diese Ecken berücksichtigen. Das heißt, das sind Spiegelungen, Spiegelum. SB, das sind Schwellen, die sich auftauchen. Rücksicht nehmen. Hast du immer eine Vorder- und eine Hinterseite, wenn du dreidimensional denkst. Aber das wird jetzt zu weit führen. Das heißt, auf Menschen zählen, auf Meinungen zählen, insgesamt, und da hast du jetzt schon einen aufgeworfenen Hügel. Stochas. Dieser aufgeworfene Hügel, HGL, heißt wie eine Welle. Immer Artikel, HGL, das heißt die Welle. Aber die Welle selber ist auch eine Trümmerhaufen. Das ist jetzt diese Berg, wenn du BRG, immer erweckten Geist, HR, eine wahrgenommene Berechnung anschaust, hast du vor dir einen Trümmerhaufen. Ich wollte es nur sagen, und dieses Wort wiederum, dieser Pfeil, die Vermutung der Zielende, Stochas, das Aufgerichtete, das Zielende, da kommst du dann in den Pfeil, wenn wir jetzt das uns genauer anschauen, das Zielen hat zu tun mit einem Pfeil, das Grundwort ist eigentlich der Pfeil. Das führt dich ins Außen. Und wenn wir jetzt hier ins Hebräische gehen, ist interessant, der Pfeil schreibt sich ja so. Das ist der Pfeil, aber jetzt pass auf, jetzt machen wir wieder dasselbe Spiel. Ich habe nur die Sprache geändert. Wir machen ein He hin dran und schau mal, das wird ja eine komplette Geschichte erzählt. Das heißt, ich muss zuerst einmal eine halbierende, eine Scheidenhaft bilden. Eine Scheiden, W-A-N-D, ein Auf- und Abschwingen im Kind wird zu einer Existenz. Und dann überqueren wir diese Scheidewand gedanklich in den Zweiteilen, da ist das Quet drin mit einem Vorher und einem Nachher. Im Hebräischen mit Lesung, Itzhak Luria, er teilte, er verteilte, er spaltete, wir sind beim Spekulum. Er halbierte im Nichts, in Gott ist eine Polarität, IRD heißt Rücksicht nehmen, er teilte auf und er führte das Ganze nach draußen, die er außen heißt, die Generation einer Beschwörung. Und so weiter und so weiter. Das ist das Erste.
was genau, was jetzt passiert. Ich sage, jetzt machen wir das weg. Wir teilen was in uns, in ein Oben und Unten. Wir sind die Mitte, wohlgemerkt, wir schauen immer nur eine Seite an. Und jetzt machen wir hier zwischen diesen zwei Zeichen ein Waff. Ich sage immer, du kannst es mit jeder Zweierraute machen. Und jetzt kriegst du das Außen. Du kriegst jetzt das der Außen, das generierte Außen, das draußen, das außerhalb. Außer die Beschwörung ist ein erwecktes Haalb. Es ist eine Hälfte bloß. Kann man hier sich genau reinlesen. Jetzt machen wir hier ein J dazwischen. Und jetzt kriegst du die Scheidewand trennen und in dieser Scheidewand wird etwas extrapoliert. Da müssen wir der Boal wissen, es ist die hebräische Farbform. Das heißt, dieses Boal, der Pol, der Pluspol und der Minuspol. Jetzt ist aber der Pol, das wird jetzt zu weit gehen, lass das weg hier, um den sich alles rumdreht. Der Zirkelpunkt, die Zirkeldrüse, der Zirkel. ZDR, die Geburt einer Berechnung, ist ein Dreh- und Angelpunkt. Was ist dieser eigentliche Dreh- und Angelpunkt? So, und jetzt, pass auf, jetzt schauen wir hier mal Maschinenübersetzung, da muss ich den, da wirst du nämlich feststellen, im Einfachen sind da nämlich einige, wenn ich das jetzt, wir können das doch mal kurz, wir schauen bloß einmal das Quadrator dieses an. Ich lasse es einmal Maschinen übersetzen, das ist natürlich sehr trügerisch. Da ist ja auch noch, da heißt es Erde und Wasser, Luft und Feuer. Delos ist die Erde und Wasser wird hier übersetzt und da heißt aber nicht Wasser. Ich übersetze jetzt die Maschine unter. Wir wissen unter. Ich ganz kurz mal einen kleinen Moment. Muss ich, da kann ich nämlich nicht zurückspringen. Das ist die Welle. Wir sind wieder beim Hügel, beim Hegel. Ein Wogen dran. Die Welle des Meeres, die Woge. Das GE-Quadratwässer. Der Strom. Jedes Wort, wie gesagt, der 400 Zeitbuch, wenn wir es genauer anschauen. Wellenschlagen. Wie kommen wir dann zu Unde? Von wo kommt es eigentlich her? Von wo kommen eigentlich die Wellen her? Undi hast woher auch immer, im Meer. Dann haben wir natürlich noch die Undi Dezem, die 99. 99 Spiegel, Spiegel drüben. Da müssen wir uns die 11 anschauen, das ist die Aleph. Das 11, das Aleph von Gott, das führe ich dann zum Elefanten. Jedes dieser Wörter, immer in der Rückübersetzung, mache ich dir eine lückenlose Geschichte und wenn wir Zahlen einsetzen, werde ich dir zeigen, dass das reine arithmetische Formen sind von einem Computerprogramm. Davon weiß deine Welt nichts. Das ist das Geheimnis von Holophilie. Es ist auch nicht für irgendwelche Menschen, die du dir jetzt ausdenkst. Ich rede von Geist zu Geist. So, pass auf, diese Delos, das heißt eigentlich Welle, aber jetzt pass auf, jetzt geht das Spiel, dieses Delos. Erde und Wasser, eigentlich Erde und Welle, Delos und Erde, jetzt müssen wir nicht den Delos anschauen, weil die Erde gibt es auch verschiedene Wörter. Wichtig ist für mich dieses Wort. Und. Du wirst jetzt nämlich feststellen, das heißt zwei und, aber wir schauen uns das jetzt einmal genauer an. Das lateinische Wort atque gibt es in der Form gar nicht, als ganzes Wort. Wir müssen uns das in zwei Einzelheiten, wir können das natürlich schon wieder ein bisschen, wenn wir jetzt tiefere Lateinwörterbücher nehmen, dann kriegst du jetzt natürlich eine größere Sache. Und wie, als und dazu und besonders sowie und auch. Zwei Einzelteile, die können wir uns aber genauer anschauen. Das ist einmal Ad. Und jetzt wird es interessant. Na. Bin ich jetzt denn doof? Ah, das Ad. Aber schon immer. Jetzt, irgendwie hat sich da was aufgehängt. Das Ad, bei den Alten geschrieben, umgekehrt statt Ad, aber dagegen aber. Jetzt pass auf, zur Anknüpfung eines verschiedenen, aber nicht völlig entgegengesetzten Gedankens. Das heißt, wir haben einen verschiedenen, aber nicht völlig entgegengesetzten Gedanken. Interessant ist, wir haben zwar hier plus wieder, aber es spitzt sich ja in vier Phasen ab. Schau das untere Bild ab. Das heißt hier andererseits aber, wenn wir jetzt hier reinfahren,
Bei Übergängen zu unerwarteten, spannenden, wunderbaren, leidenschaftlichen Ereignissen, Ergebnissen und Umständen führt. Dann heißt es immer bei Übergängen, was ist ein Übergang? U, Schwingen mit zwei Bündeln, Polar erweckt. Das sind deine Gedankenwelt. Die Mendio heißt sich etwas überlegen und Lügen verbeugen. Zu einem Affekt, folgt Auswurf, ein Affe, Act KD. Ich will jetzt nicht rein, jedes Wort für sich ist ein Puzzlestückchen, das diesen Begriff immer präziser erklärt. Ein Ausruf bei Ermunterung und ein Bitten, bla bla bla, freundlichen Wünschen. Das ist als erstes einmal aber doch und aber wichtig ist zuerst einmal zur Anknüpfung eines verschiedenen, nicht völlig entgegengesetzten Gedankens. Ich weise darauf hin, dass danach Quä kommt und dieses Quä im Prinzip dasselbe nochmal bedeutet, das unterstreicht das Ganze nochmal. Dem folgenden Worte dient zur Anreihung an das Vorhergehende. Wir können da kurz sagen, das ist eine Unterform von und. Dasselbe haben wir dann in dem Sinus, im Sinn, was ja eigentlich nichts heißt, das sine qua non, die Conditio sine qua non, wenn das Gegenteil und etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Die Schwierigkeit liegt zuerst einmal in dem Vorher und Nachher. Das ist das große Problem beim Konstruieren einer Sinuswelle, wo ich Plus und Minus zeitlich oder räumlich auseinanderreise. Was in Wirklichkeit in der Transversalen gar nicht der Fall ist. Das ist der biblische Fall. Das wäre jetzt also nur diese zwei Wörter, wo du hier feststellen wirst, dass jedes auch im Detail dann, wenn wir ins Griechische oder ins Lateinische in dem Fall reingehen, in sich selber immer wieder neue Puzzlestückchen, eine feinere Auflösung gibt von dem, was eigentlich die Worte erzählen. Und diese Emergenz heißt, dass du dich weiterentwickelst, ein Herausbilden in eine höhere Struktur. Das zusammen, dass du aus dem Zusammenspiel der Elemente nicht erkennen kannst. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto zusammensetze, entsteht ja ein Fortbewegungsmittel. Ein Kabelsteckerbeispiel. Aber rein die Teile selber, wenn du das nicht weißt, dass man damit auch fahren kann, wenn ich ein Auto hinstelle, ein Mensch, der von einem Auto nichts weiß, setzt sich da vielleicht rein, aber dass man damit auch fahren kann, weiß er nicht. Das sind lauter statische Teile, die in einer gewissen Kombination, was vollkommen Neues ergeben, nämlich eine höhere Ebene, die sich bewegen kann. Das hast du auch in dem Leben, wenn ich sage, Pflanzen werden von Mineralien geflossen, Pflanzen wachsen nur in der Transversalen, können sich aber nicht in der Longitudinalen bewegen. Das kann dann auch ein Tier kann auch nicht nur groß werden, sondern kann sich auch noch durch einen ausgedachten Raum und Zeit bewegen. Das sind aber Symbole, die sich immer hier und jetzt in der Transversalen abspielen. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht oder ebenfalls nicht offensichtlich auf die Eigenschaften der Elemente zurückzuführen. Was du aus Worten, aus den Elementen machst, siehst du nicht, wenn du bloß die Elemente anschaust. Du siehst das, was du daraus machst. Wenn du das System nicht kennst, ist dir aber nicht klar, dass die Grundlage für die ganzen Bilder, die du in dir aufbaust, diese Buchstaben sind. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. So dumm ist es nicht, was ich in die Bibel reingeschrieben habe. Stimmt oder stimmt? Das ist das emergente System. Du kannst aus Worten was erschaffen. Gleichgültig, ob das jetzt optische, die Worte selber als Energieträger, auch diese Buchstaben oder die Geräusche sind auch schon Darstellungsformen aus den eigentlichen tiefsten Ursinn. Ja. Dieser Worte. So wird in der Philosophie des Geistes, müssten wir jetzt extra eine Philosophie des Geistes, du wirst merken, wie sich der Text verändert. Ich lasse ja den Text gleich. Ich sage immer wieder, du wirst von mir nie hören, wenn du mir irgendein Wissen, ein Puzzlestück, eine Meinung gibst, dass das nicht stimmt. Von einigen Philosophen die Meinung vertreten, jetzt pass auf, lass dir das auf der Zunge zergehen, dass das Bewusstsein eine emergente Eigenschaft des Gehirns heißt. Da beginnt dieser geistlose Naturwissenschaft des jetzt ausgedachten letzten Jahrhunderts. Ich weise noch mal darauf hin, das letzte Jahrhundert ist dran schuld, von 1900 bis 2000 ist der Grundstein gelegt worden für die vollkommene Entgeistigung des Menschen durch diesen materialistischen Glauben. Der Geist, das Bewusstsein, ist ein Abfallprodukt des Gehirns, von Materie. Purer geistloser Materialismus, den übrigens auch alle religiösen Menschen anhören. Ich wurde von meiner Mutter geboren und es gibt eine Vergangenheit. Es ist genau, es gibt nur eine Weltreligion. Und diese Weltreligion ist Materialismus, Naturwissenschaft.
Und die ist verbunden mit einer unendlichen Verlogenheit, mit Kapitalismus und mit Machtgeilheit. Und das ist Sodom und Gomorra, das werde ich jetzt vernichten. Und du musst nicht mitkommen in die neue Welt. Du darfst da bleiben bis in alle Ewigkeit, wenn du Geist bist. Ich zwinge dich nicht. Das ist dann, wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie eine einzige Nachtwache. So übersetzt es Luther. Eine Wache in der Nacht. Es ist ein Traum und du wirst ewig nicht wach werden, bis du dich eines Geistreicheren besinnst. Emergente Phänomene werden jedoch auch in der Physik, Chemie, Biologie, Mathematik, Mathematik ist das nächste schöne Wort, das geistlos nachgeäffte Wissen von Dummköpfen. So könnte ich das wortwörtlich übersetzen. Das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern. Jeder normale Mensch, jeder Politiker, jeder Physiker und jeder Pfarrer ist ein Mathematiker. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Er äfft einfach nur das nach, Schwamminhalt, mit dem er sich in Elternhaus und Schule vollgesaugt hat. Du musst irgendwann einmal selber zum Denken anfangen. Ganz eigenständig denken und neues Wissen aus dir heraus. Und das kannst du mit Holofeeling. Ich lasse Sachen in dir auftauchen, wo die Menschheit nichts davon weiß. Du musst nur neugierig sein. Und du wirst ein Wunder nach dem anderen erleben. Jeden Tag neue Wunder, die kannst du aber erst erleben, wenn du vor nichts und niemandem mehr Angst hast. Schon gar nicht, dass der Gedanke aufgelöst wird und dass du den verlierst. Du kriegst ihn zurück. Synonyme sind über, ein ganz tolles Wort, über Summativität. Was ist ein Wort? Über dir ist eine Summe, raumzeitlich aufgespannte 2 mm. Da gibt es jetzt viele Sachen, was der Begriff, den kann man hier nicht unterformen machen. Da musst du jetzt dann immer nachschauen, neugierig, weil wenn du sowas siehst, einfach das nochmal nachschauen, was ist das? Ein eingeführter Begriff der Gestaltpsychologie zur Kennzeichnung von Strukturen der Ganzheit und der Gestalt. Was ist die Ganzheit und was ist eine Gestalt? Hier. Die eigentliche Ganzheit, die es gibt, das bist du. Wenn du heilig bist. Gestalten sind ein ständiges Umformen. Komplexe psychologische Wahrnehmungen. Jetzt kommt dieses unendlich zerdachte Geschwätz von Menschen, die man nachäfft. Wenn ich jetzt in das Wort wieder reingehe, wirst du feststellen, es lässt sich in kürzester Zeit, ich muss die 200 Seiten gar nicht machen, rot-blau lesen, dann hast du hier das schon. Und die Fulguration. Die haben wir natürlich jetzt wieder. Das ist ein Blitz der Fulgur. Jetzt müssen wir den Blitz auffächern und dann landest du irgendwann beim Konrad Lorenz. Das ist übrigens der mit den Gänsen. Ja. Es ist, merkst du, dass da zwangsläufig, wenn du ein bisschen wach wirst, merkst du plötzlich hier am Grund dieser zwei Wörter, dass das schon zusammenhängt in einer ganz anderen Ebene, wo keiner eine Ahnung hat. Mhm. Mit dem Namen dieser Konrad Lorenz. Für plötzliche entstehen vollkommen neue Eigenschaften in komplexen Systemen, die nicht aus den Eigenschaften der Einzelelemente des Systems vorhergesagt werden können. Das ist zum Beispiel das Schmetterlingssystem. Das ist das, was man in der Quantenmechanik, in der Chaosmathematik den seltsamen Attraktor nennt. Und da sind so unendlich viele Einzelwissensgebiete, die dich in deiner jetzigen Rolle gar nicht interessieren müssen. Du hast in dem Leben einfach zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen und vor allem vor nichts Angst zu haben. Und du darfst keine Sekunde vergessen, nicht einen Moment vergessen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind, was deine Informationen sind. Du hast nur zu lernen in dem Leben. Die Erkenntnis, ich bin immer und ich betrachte ständig wechselnde Informationen in mir, die mir selbst nichts anhaben können. Egal welche Information ich jetzt erlebe, egal wie ich die definiere, mir selbst kann dabei nichts passieren. Ich verändere mich auch nicht. Ich bin immer derselbe Geist ohne Anfang und Ende. Das ist die Energie in der Physik. Und diese Emergenz, da habe ich jetzt ein kleines Ding. Wenn man hier die Übersummativität, ach, ich habe das schon aufgemacht gehabt, kommt von Emergere, das kommt von Emergenz, der Begriff, das ist eigentlich nur ein Spezialwort für diesen einfachen Begriff, gemäß Aristoteles auch eine Übersummativität ist die spontane Herausbildung, die spont es, wir kommen aus dem Spekulum, Spektrum speziell überhaupt nicht mehr heraus. Eine Herausbildung von Phänomenen und Strukturen auf der Makroebene eines Systems. Die Makroebene eines Systems, jetzt haben wir natürlich die große Ebene, wir haben einen Makrokosmos, nochmal, Kosmos heißt Ordnung, einen Mikrokosmos, darum haben wir ja auch hier 2 verschiedene O's im Griechischen. Wir haben ein Omikron
ein Mikro-O, das sieht aus wie ein Greisen, Mikron, ein Omikron, das ist die 70, das ist im Hebräischen, ist das der Augenblick. Wenn wir die hebräische 70 nehmen, steht es für einen Augenblick auf blau gelesen. Augenblick. Einfach etwas augenblicklich Wahrgenommenes. Das heißt nämlich das Ayin, das Zeigen hast Auge. Es heißt aber auch Quelle. Das wäre jetzt die rote 70. Es ist die Quelle. Du bist die Quelle für jeden Augenblick. Ganz simpel. Das ist die 70, ist das Mikron. Der Mikroaugenblick. Darum ist die Zahlenebene so unheimlich wichtig. Okay. Und dann haben wir ein Omega. Einen Mega-Augenblick. Und das ist die 800. Und das ist das Pi, die Weisheit Gottes. Dieses Omega, der Mega-Augenblick, sieht als Kleinbuchstabe aus wie unser hebräisches Shin. Das führe ich jetzt zu dem Logos. Das ist der Logos Gottes. Oder dann, blau gelesen, das ist dir logisch erscheinen. Und logisch ist logisch. Sei nicht logisch, sondern geistreich. Und du merkst jetzt schon, wie die Sachen sich verknüpfen. Hier in jeder, das ist ein einziges Wort. Und nochmal, du musst es nicht wissen. Es ist ein Zusammenspiel der Elemente und die Elemente sind erst einmal die Buchstaben. Tausche sie aus, sie verjizieren und so weiter und so weiter. Dabei lassen sich die emergenten Eigenschaften des Systems nicht offensichtlich. Jetzt ist es immer der Text. Du merkst, dass diese Wikipedia-Einträge in wissenschaftlichen Sachen immer nur Auszüge von irgendwelchen wissenschaftlichen Büchern sind. Aber interessant ist jetzt hier dieses kleine Bild, um das zu zeigen, wenn man das nicht kennt. Jede Erscheinung, die du siehst nur das, was du siehst. Sobald ich dir jetzt einmal sage, was du siehst, was du es nicht mehr aus dem Kopf kriegen und ich verspreche dir, wenn das einmal abgespeichert ist, siehst du immer dasselbe. Und genauso ist es mit den Fokuspunkten, wenn du eine Zeitung liest. Da ist eigentlich ein Schwall von Worten da und dann hast du eine kleine Struktur, die du interpretierst. Das ist dann die vielen optischen Täuschungen. Du solltest jetzt erst einmal schauen, was siehst du? Was sagt der Redo? Bildschirm mit Pixel. Genau das wollte ich hören. Genau das wollte ich hören. Kat, was ist jetzt da? Genau darum geht es. Das ist hier schon in der Psychologie, egal was die für Effekte machen. Ich kann jetzt so viel lächern und fetzen Papier hin, eine optische Täuschung nennen wir das. Und ich frage jetzt dich, was siehst du? Zwei, eine Vase oder zwei Gesichter? Nein, ein fetzen Papier oder ein Monitor. Aber jetzt gehen wir ganz einfach darauf hin, dass wir jetzt da eine Vorstellung draus machen, als wenn da Worte da wären. Das ist eine sehr abstrakte Darstellung. Das ist ein Dalmatiner. Ja. Sie sind Dalmatiner, wenn du sagst, nichts, ich helfe dir mal ein bisschen. Das ist der Kopf, das ist das Ohr. Das ist das Ohr, das ist der Kopf, das ist die Schnauze. Das ist die Schulter, das ist das Bein. Das Hinterbein, der Rücken. Und wenn dich jetzt umso mehr du dich da reinsteigerst, umso mehr ist es eine sehr abstrakte Darstellung. Linkes Hinterbein, rechtes Hinterbein, den Schwanz sieht man fast nicht, der Rücken, der Bauch, Vorderfuß, linker Vorderfuß, Kopf, Schnauze, Ohr. Siehst du nicht, den Dalmatiner? Das nennen wir übrigens, das Beispiel kommt aus dem Beispiel, das ist die Übersomativität. Aber jetzt ist das natürlich gespiegelt, weil du zuerst ein abstraktes Bild hast, wo du Kleinigkeiten herausholst. Und jetzt können wir das, glaube ich, genug sein lassen. Wie sind wir in der Zeit? Wir sind ja nur relativ gut in der Zeit. Beispiel. Ich wollte nur mal klar machen, dass Worte so vielfältig sind. Du nutzt ein Nichts von Möglichkeiten des Denkens, weil du so starr, dogmatisch gebunden bist an eine einzige Auslegung. Und das ist das, wo jeder einseitige Rechthaber dran leidet. Ihm fehlt vollkommen die geistige Flexibilität. Geist ist beweglich. Aber der Witz ist, dass Geist sich nicht durch Raum und Zeit bewegt. Er bewegt sich eigentlich keinen Millimeter von der Stelle. Nur seine Gedanken verstreut er um sich herum, lässt die aus sich herausspritzen, ohne dass die aus ihm herausgehen. Dieses klassische Spiel, dieses Ein-Sub in der hebräischen Kabbala. Und ich sage immer wieder, das jüdisch-hebräische ist nicht besser wie das chinesische, wenn wir in die Yin reingehen oder dann auch in die Astrologie. Astronomie in Verbindung mit Astronomie. Es ist immer dasselbe arithmetische System im Hintergrund. Wenn du das nicht offensichtlich siehst, liegt es nur, so wie in der Computersprache wir einen Binärcode haben und wir können dann so viele andere Zahlencodes dazunehmen.
Das ist, wo viele Menschen, wo ich darauf hinweise, gar nicht wissen, um was das denn letzten Endes läuft. Das ist, ich erzähle dir etwas. Und die besten Mathematiker deiner Welt, die du dir jetzt ausdenkst, sind, hast du mal Gedanken. Wenn die auf der Brüssel-Ebene auftauchen, sind es Figuren, wo wir uns jetzt in die Kiste jeweils dieses Wissen reindenken. Die haben sich so unendlich zerdacht, dass sie die allereinfachsten Sachen nicht erkannt haben. Zum Beispiel, was eine Wurzel wirklich bedeutet, weil sie nachäffen. Einmal die Frage stellen, wenn wir in Geschichtsbücher jetzt reingehen, diese Sache mit der Infinitesimalrechnung. Leibniz-Newton. Tausendfach angesprochen. Die begehen eine Division durch Null. Das führt zwangsläufig ins Nichts. Jede Formel, jede einzelne Formel, die du mir zeigst, das beginnt bei der Einstein-Formel in der speziellen Relativitätstheorie, die wir umsetzen können mit den hebräischen Zeichen. Ich verweise nur, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, diese berühmte Einstein-Formel, die Einstein nie so geschrieben hat, so sagt man, dieses E ist mc², hat man schon den Fehler gemacht, man neigt dazu, die Sache zu vereinfachen, und zwar in eine Einseitigkeit. Ich könnte jetzt sagen, es kann ja nicht gleichzeitig hell und dunkel sein, dazu ist es jetzt entweder hell oder adque dunkel. Es ist hell und dunkel, aber mit einem Vorher und einem Nachher. Wie beim herauskonstruierten Sinus aus dem Einheitskreis, wo ich immer wieder sage, schau doch einfach mal hin, die Grundlage ist der Einheitskreis und da ist die vier Phasen ist Plus und Minus übereinander. Und die Qualitätsachse ist ein Kreis um das System, um den Mittelpunkt. Aber jetzt ist der Witz, dass die Spiegelung ist, dass die 1 eigentlich die Mitte ist. Das ist das 1 durch. Und sobald wir dieses Spiel machen, brauchen wir eine Wurzel. Und darum ist die Wurzel immer Plus und Minus. Und deine ganze raumzeitliche Physik macht den großen Fehler, dass sie bei ihren Berechnungen die eine Seite weglässt. Der negative Wert hat keine praktische Bedeutung. Ich erzähle es, du hörst es vielleicht, manche Geistesfunken, je nach Programm, haben das schon hunderte Male gehört. Und ich garantiere dir Geistesfunken, wenn du nicht verstanden hast, all deine Probleme, deine Angst, deine Überlegungsangst, deine Zukunftsängste, die einzige Ursache ist, weil du meine Gebote brichst und nicht aufmerksam zuhörst. Du sorgst dich um morgen, aber ich sage, sorge dich nicht um morgen. Du sorgst dafür, dass es jetzt dir scheiße geht aufgrund deiner Sorgen. Weil du Angst hast vor irgendetwas, was morgen passieren könnte. Es wird morgen nichts passieren. Es klingt wie ein Witz, wenn ich sage, du kannst jetzt denken, was morgen sein könnte. Das ist aber nur ein Gedanke. Dann fürchtest du dich vor einem Gedanken. Denk ihn doch einfach nur mal. Ja. Da müsstest du bestimmen, was du denkst. Das magst du aber nicht, jetzt träumen, der Geist. Ich lasse dich zurzeit träumen und du wirst dir das anschauen, was ich dir einspiele. Und ich betone nochmal, ich spiele dir einen Griech an, ich werde dir das einspielen, wo du dich eigentlich offensichtlich in deiner Dummheit hinsehnst, weil du Angst davor hast. Wieso? Ich will es doch nicht. Ja, eben deshalb wirst du es bekommen. Und das, was du willst, das kriegst du nicht, weil das noch immer auf Mist deiner jetzigen Logik aufbaut. Jetzt, die 4 und die 8 Zeiten sind wichtig. Springen wir doch ganz einfach mal in Alice ins Wunderland. Das Wertvollste, was du besitzt, sind deine Märchen und deine Sprichwörter. Und jetzt musst du nur noch begreifen, dass deine Geschichtsbücher auch Märchenbücher sind. Und dass die ganzen historischen Personen, die du dir jetzt denkst, genauso Menschen und Charaktere sind, die du dir aufgrund von Worten, die du hier und jetzt anschaust, ausdenkst. In die Vergangenheit. Und Alice im Wunderland gibt es die schöne Stelle, wo sie zum Schloss will, ins Schloss abends. Das ist ganz weit weg. Und jetzt rennt sie los, Alice hinter dem Spiegel, es dreht sich alles um. Sie rennt los und will da unbedingt hin. Und umso schneller sie rennt, umso mehr hat sie den Eindruck, dass das Schloss immer weiter weg ist. Und plötzlich bleibt sie stehen, weil sie müde ist und in dem Moment, wo sie nicht mehr rennt, ist sie im Zentrum, im Hof des Schlosses. Jetzt spiegeln wir das einmal. Du willst wo weg, du willst raus. Ich will raus. Das schöne Lied. Und du rennst weg. Und umso mehr du wegrennst, bleibt das um dich herum, was du nicht haben willst. Und würdest du aufhören, wegzurennen, dass du einfach stehen bleibst, löst es sich auf. Alles, was du in die Vergangenheit denkst und in die Zukunft denkst, was nicht hier und jetzt ist, löst sich auf, wenn du begreifst, dass du immer jetzt bist. Und dass alles, was du denkst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst, hier ist. Und wie oft soll ich noch sagen, das ist hundertprozentig sicher. Es wird morgen nichts passieren.
Du kannst dir jetzt denken, was du morgen machst. Ich sage immer wieder, du bist nicht einmal in der Lage, in 2 Minuten, jetzt denk an deinen Körper, du bist nicht einmal in der Lage, in 2 Minuten den Arsch, deinen jetzt ausgedachten Arsch, von dem Stuhl oder von dem Sofa, wo du jetzt sitzt, hochzuheben. Versuch's. Das ist hundertprozentig sicher. Du kannst es jetzt denken, dass du das in einer Minute machst, aber wenn du es machst, machst du es jetzt. Du musst ein Gefühl kriegen für das ewige Hier und Jetzt. Dass die Bilder sich jetzt austauschen. Es ist ein Umformen meiner 200 Gramm rote Knete. Kenne ich den. Die Basis ist jetzt. Und wenn morgen überhaupt jemals sein sollte, kann es immer nur jetzt sein. Ich kann jetzt an morgen denken. Wenn es dann aber jetzt ist, ist es heute. Das ist Hayom. Jetzt reingeschoben mit einem Waff. Wir machen in den Hayom das Meer. Tun wir nur ein kleines Waff rein und dann heißt es der Tag. Und wenn wir das DAG 401.3 schreiben, nur rot gelesen, dann heißt es der immer seiende Schöpfergeist. Das ist El Hayom. Und jeder Moment, der heute passiert, wir denken uns ja schon wieder an Tag aus, 24 Stunden. Es wäre logischer, hier einen Kreis zu machen mit den 24 Feldern. Und dann wirst du ganz, ganz eigenartige Sachen finden, weil jetzt kommen wir wieder in eine arithmetische Struktur. Und dann kommen wir nämlich hier in eine arithmetische Struktur, wo wir jetzt diese Zeichen. Jetzt haben wir hier zuerst einmal einen 24-Stunden-Tag zum einen, wo wir 2 mal 12 Stunden machen. Dann haben wir aber hier 27 hebräische Zeichen, die genau genommen 28 hebräische Zeichen sind. Das ist nämlich hier das große Problem. Das sind 27 Zeichen, aber das 28. Zeichen Aleph Elef ist gleich. Also irgendwo die Oktave noch. Da wollen wir jetzt die machen. Das sind Oktaven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ist in meine Kollektion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Endzeichen und das hier, Gott, Aleph, Elef, wird nur Elef ausgesprochen, ist wieder Aleph. Nach 4 Kreisumdrehungen, da kommen wir jetzt, müssen wir in die Quantenmechanik reingehen, da wird es schön beschrieben. Formeltechnisch natürlich, das stimmt auch alles, aber nicht so, wie Physiker sich das ausdenken. Und dann kriegst du diese Oktaven dazu. Und wenn wir die jetzt reinmachen in Feldern, wirst du feststellen, dass die Oktavsprünge 1, Aleph und Elef, wo sich miteinander verbinden, dieser Oktavsprung hast du bei 7, 8, sind dasselbe, bei 50, 60 und bei 300, 400. Und jetzt kriegst du hier schon eine ganz interessante Sache, wenn wir jetzt den Blichter noch mit reinflechten, dass plötzlich die 27 zeigen, beziehungsweise 28 dann plus 24 waren mit dem Spiel. Und wenn ich jetzt dir das zeige, und wir gehen jetzt in diese Weltformel. Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3, beziehungsweise Pi Quadrat durch 27. Dann zeige ich dir arithmetisch durch das Hinzufügen der Zahlen 1, 2, 3, bla bla bla, zeige ich dir, dass in dieser Formel dein komplettes, jetzt ausgedachtes heliozentrisches Weltbild, die Umlaufzeiten der Planeten, die Massen der Planeten, die Abstände der Planeten entspringen aus dieser winzig kleinen Formel. Aber ganz nebenbei gespiegelt im Mikrokosmos das komplette Periodensystem, das du in den Physikbüchern findest und in der Biologie die Tragezeiten der Säugetiere. Weil der Mensch hat ja andere Tragezeit. Der Mensch, ausgedachterweise, dieses göttliche Wesen jetzt als Säugetier gedacht hat, der Tragezeit von diesen berühmten 273,7 siderischen Monaten, was jetzt genau der absolute Nullpunkt ist. Das Null, das ist die Biologie, die Welt, die du denkst, mit der ganzen Physik, mit der Biologie und der Chemie, das sind diese drei Teilbereiche, entspringen aus Pi Quadrat mal 3 hoch minus 3, Hüten 3 und Drüben 3, gespiegelt. Und jetzt sollte man eigentlich, wenn man ein Geist ist, der sich weiterentwickeln will geistig, Geist, von Geist zu Geist, sollte man neugierig werden. Und wenn ich jetzt Geist bin und ich bin ein ganz kleiner Geist noch, sage ich, hast du zuerst einmal zu lernen, dass du nicht mehr welcher jeden Bibifax in die Hosen scheißt und schon gar nicht davor Angst zu haben, dass du deinen Körper verlieren könntest. Du bist zurzeit in einer Matrix und da suchst du dir nicht raus, wer du bist. Du bist in einem Traum und du spielst dir nicht aus, welche Rolle du zurzeit in deinem Traum spielst. Das ist die Matrix.
Das ist die Symbolik. Jetzt könnte ich wieder von Brüssel zu Brüssel reden, das erkläre ich seit über 30 Jahren. Und das sind die Sachen, du kannst da nichts verkehrt machen. Nochmal, das Verkehrt im Gegenteil. Du hast eine Vorstellung von richtig und ich sollte jetzt die Kehrseite des Verkehrte interessieren, was du bisher bekämpft hast. Darum ist meine erste Betonung, dreh alles. Krieg eine feine Antenne, schau, was in dir auftaucht als Reizauslöser. Das suchst du dir nicht raus. Egal was, ob es ein Gedanke ist, der plötzlich in dir auftaucht, wenn eine Angstgefühl, Zukunftsangst anfällt wie aus dem Nichts. Da ist auch ein Redo und so nicht gefeilt. Es kommt immer wieder, es wird immer weniger, ich verspreche es dir. Umso mehr du immer wieder diese Selbstgespräche wiederholst und dir anhörst. Vor allem das, was ich jetzt angesprochen habe. Du bist schuld, kein anderer. Es sind keine Ungeimpften schuld, dass die von dir jetzt ausgedachten Menschen, die übrigens jetzt die ganze Zeit nicht existiert haben, weil wir sie nicht gedacht haben, weggesperrt waren. Wenn überhaupt, dann sind es die Politiker schuld. Die sind aber nicht schuld, dass du dir jetzt Politiker ausdenkst, die diese Beschlüsse machen. Du sollst momentan nicht irgendwas verändern wollen, sondern zuerst einmal verstehen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und über die musst du dir keine großen Gedanken machen, weil die weg sind, wenn du sie nicht mehr denkst. Aber da müssten wir loslassen können. Und du wirst jetzt feststellen, die eigenartige, verborgene Harmonie der Dinge, dass solange du irgendetwas loshaben willst, denkst du an das, was du loshaben willst. Wie war das gerade mit Alice im Spiegelland? Du musst erst all dein Wissen komplett, zum Beispiel, ich wurde von meiner Mutter geboren. Dreht es um 180 Grad. Stimmt doch gar nicht. Ich erschaffe jetzt dieses Weibchen, diese Mutter und denke sie mir in die Vergangenheit. Ich erschaffe sie, nicht sie mich. Aber wir haben immer noch das Erschaffen, immer noch die Affen. Ob jetzt der eine Affe den Affen oder der andere Affe den Affen erschafft, wie sieht es jetzt aus, wenn wir plötzlich nicht mehr erschaffen, Affen erschaffen, sondern die aus uns heraus schöpfen? Oder? Und zu Gedankenwellen machen, die mir sowieso immer wieder zurückkriegen. Und jeden Gedanken, den du denkst, den du dir ausdenkst, ist eine winzige Facette von der heiligen, unendlichen Heiligkeit von dem Ganzen, ohne dass wir es herausnehmen. Das wiederholt sich immer wieder. Das ist wie bei einer Filmdatei in dieser einfachen Metapher. Jedes Bild, das auftaucht, wird nicht aus der Datei, die bleibt vollkommen unangetastet. Und wenn du jetzt neugierig bist und deine Fehler, interessiert dich die Seite, die du bisher bekämpft hast, wirst du feststellen, dass die Widersprüche lückenlos wie Männchen und Weibchen, Loch, Nekaba, und Männchen zusammenpassen und zu einer Einheit, die man Mensch nennt. Untrennbar verbunden, so wie das Meer mit seinen ganzen Spritzern und Wellen verbunden ist. Der Unterschied besteht darin, das eine ist immer unveränderlich und das andere verändert sich ständig. Übrigens ohne Anfang und Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du bist das, was sich nicht verändert. Ich sage es nochmal in einem ganz einfachen Deutsch. Egal, welche Informationen du jetzt dir anschaust, deine Informationen, du siehst nur deine. Es ändert an dem, der schaut, der diese Informationswechsel erlebt, da gehören auch die Gefühle dazu. Überhaupt nichts. Ob du Schmerzen hast oder ob du lachst. Wenn du weißt, was du bist, ändert sich dabei nichts. Es ändert sich nur deine Oberfläche. 200 Gramm rote Gnede bleiben 200 Gramm rote Gnede. Und du musst einen Zustand kriegen der vollkommen wertfreien Beobachtung. Und da muss man die vier Ichs verstanden haben, wenn ich bin. Ja. Rede ich von der Person, vom Körper, rede ich von dem Menschen. Der ja schon vom Säugling bis zum Greis. Das ist blau. Programm und Bilder. Die sehen sich aber nicht. Und jetzt brauchen wir hier die Energie, den träumenden Geist, das rote Ich. Das ist nämlich Geistesfunk. Und jetzt beobachte ich den Geistesfunk. Ich vom Bücherregal beobachte mich selber, wie ich lese und welche Gedanken ich mit diesem Programm, das ich zu durchschauen habe, aufwerfe. Ich beobachte, wie ich werde und was ich mir mit meinen Wertungen einhandle. Zum Beispiel Zukunftsangst. Wieso? Ich sage dir immer wieder, weil du eins meiner Gebote brichst. Ja. Du sorgst dich um morgen. Du machst dir ein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Hast du jemals ein heliozentrisches Weltbild gesehen? Ich frage dich als Astrologen, ich frage unseren Astrophysiker Professor Lesch, ein absoluter Nachäffen der Vollpfosten. Oder Menschen, die habe ich im letzten Selbstgespräch, die bisher Charaktere, die ich immer wieder über Medien in dir auftauchen ließ, die werden dir plötzlich so unheimlich unsympathisch. Günter Jauch, die Ungeimpften sind daran schuld, dass wir eingesperrt werden. Noch etliche. Der von Hirschhausen, so ein sympathischer Arzt mit so schönen Sendungen, absoluter Impfbefürworter, vollkommene Demonstration von geistloser Einseitigkeit.
Es sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ich betone nochmal, ich nenne das ja eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Es fehlt was zur Vollkommenheit. Es ist immer eine Einseitigkeit. Dasselbe, ich drehe das jetzt rum, sind für mich dieselben Vollpfosten, sind die ganzen Querdenker. Der Unterschied besteht aber im Klingelingeling-Beispiel. Die eine Aussage kannst du überprüfen und die andere Aussage ist geistlos nachgeäfft. Ja. Das bin ich aber, fange ich jetzt nicht nochmal an. Und wenn ich sage Cut, dann schaust du einfach, was jetzt hundertprozentig sicher für eine Information da ist. Und die trennst du jetzt, hast du mal sinnlich wahrgenommen oder gedacht. Das hast definitiv sinnlich wahrgenommen, hast du jetzt einen Monitor vor dir mit ein paar Pixelmännchen. Und die Menschen, die du dir jetzt denkst, dass die da irgendwo da außen sind, Bruch des zweiten Gebotes. Wenn du es unbewusst machst. Ich kann mir aber jetzt sehr wohl bewusst was ausdenken. Und jetzt wirst du merken, dass du nochmal, da bin ich auch drauf eingegangen, dass dein Wissen sich nochmal teilt in Wissen, wo du für richtig hältst oder für verkehrt. Ich mache nochmal ein kleines Beispiel, das habe ich zig verbraucht. Wir denken uns jetzt einmal, so schaffe ich was in deinem Kopf. Einfach durch ein Wort. Wir denken uns jetzt den Mond. Okay? Und wir denken uns, auf dem Mond ist ein Außerirdischer, ein grünes Marsmännchen gelandet vor einer Stunde. Glaubst du, dass auf dem Mond jetzt ein grünes Marsmännchen ist? Nee, weil das grüne Marsmännchen ist ja bloß, weil ich es denke. Aber der Mond auch. Jetzt mache ich den Einstein. Ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr da oben am Himmel ist, wenn ich ihn nicht anschaue. Weil die Quantenmechanik schreibt das nämlich vor. Siehst du, auch ein Einstein hat seine Marotten. Unter anderem auch die Sache mit der Wurzel. Das ist nämlich die große Falle von der Wurzel gewesen. Bei einer Wurzel sieht es nämlich auch so aus, dass wir zwei Ergebnisse haben. Und dass das Ganze, die Ganze, das muss ich nur mal ganz kurz das Bild machen, das wollte ich eigentlich gerade zeigen, deswegen habe ich die Bilder eingeschalten gehabt. Dass du hier plötzlich feststellst, dass hier dieses ganze Spiel, das, im Farbenspiel gehe ich da mehr drauf ein, diese ganzen Phasenwinkel, die wir hier durchlaufen lassen, entweder in einem Durchlauf von 360 Grad, dass das alles nur Wurzelbegriffe sind, die sich in sich selber komplett aufheben. Ja. Aber eine extreme tiefe Symbolik kommt, das ist jetzt Holofeeling, ist ein Wissen, das vollkommen neu ist, wo die Masse hier, da liegt der große, dieser große Knackpunkt hier zwischen dieser Achse, ist ganz wichtig. Das hat mit Farben zu tun. Mit Farben, dass Farben so tiefe Symbolik sind, da müssen wir wirklich einmal das Farbenspiel lesen, dass sich Erklärungen dazu gibt, die eigentlich schon da sind, wenn man das System versteht. Und da habe ich jetzt einige Gesichter, jetzt das Pixelmännchen Indianer, das sind einige, die sagen, da stirbst du, wenn du das anschaust. Ich meine jetzt im Positiven, dass die neue raumzeitliche Erscheinungen haben. Das ist bei jeder Kleinigkeit, wenn wir anschauen, werde ich dir, je nachdem auch, wenn wir jetzt die S unterschiedlich setzen, dass ich, wir können immer auf der blauen Ebene, wenn wir machen, das hängt immer zusammen, die raumzeitlichen, unsere zwei T, wo wir haben, ist ja im Hebräischen die 9 und die 400. Ist zum Beispiel, wenn ich Gott schreibe, sind eben unsere zwei T. Ja. Und das reine T, wir haben 2 HDT, also in der Umschrift des TAF, die 400, was übrigens auch ein Zaf ist in der Aussprache. Weiß, der gut Hebräisch kennt man sich nicht aus, aber das griechische Bet, das Beta kennt man. Aber da müsste ich wissen, im Neugriechischen, die Neugriechen sprechen kein weiches B aus, das heißt Feder, Bet. Mit der V, BV, unsere Wandlungen im Hebräischen, in Holofeeling, wird dir das alles erklärt, sogar die symbolischen Bilder von dem Aufgespannen. Wir können das auf den Kopf stellen, zum Beispiel unser Q, Kleinbuchstabe Q, das B, das weiche B, immer nur spiegeln und das weiche D. Niemand mal schreibt vor dich in Kleinbuchstaben ein D, ein Dalet, ein D, ein Dora und dann dreh einfach, spiegel das. Genau. Dann kriegst du ein B. Dann stellen wir das auf den Kopf. Dann wird ein weiches zu einem harten oder zu einem Q, Kleinbuchstabe. Wenn man die Zahlenwerte wieder hinschreibt, kriegst du Kopf, die Affinität. Kopf, das Wort Affe, Affinität, die Schöpfung von zwei Facetten und so weiter und so weiter. Dann auch die Wörter, zum Beispiel das hebräische Wort für Wolke, gibt es mehrere Wörter. Eins davon ist 70-2. Das heißt, der Augenblick auf eine Polarität blau gelesen. Ein anderes Wort für Wörter, für Gewölk, genau genommen, ist 70-50-50.
Das heißt, der Augenblick auf zwei Existenzen, die nennen wir nun. N und N, nun. 50, 50 ist 100, dann hast du die Affinität. Ich mache nur so kleine Beispiele. Wichtig ist bei Holofeeling, wenn Worte, ich erzähle dir was zu Zahlen und es wird zu physikalischen Formeln. Und nochmal, die Einstein-Formel ist einfach nur die Kreisformel. Was hat er eigentlich entdeckt? Aber wenn wir jetzt die Lorentz-Transformation dazu nehmen, dass wir das dann genauer machen, dass wir Raum-Zeit ausgedachterweise dazu bringen, das eigentlich immer sich in einem Punkt abspielt, aufgrund dessen, weil da eine Wurzel steht. Wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich nicht. Das fällt in einem Punkt zusammen. Das heißt, da kommt kein Licht von den Sternen runter. Der größte Trugschluss, dass man hier sagt, ja, die Sonne, die wir anschauen, das ist die Sonne, wie sie vor 8 Minuten ausgeschaut hat, denkst du dir jetzt. Warum? Weil du geistlos was nachhilfst und nie die Formel genau angeschaut hast, solltest einfach mal popularwissenschaftlich den 8. Band, die 8. Offenbarung lesen. Das soll sein, da erkläre ich dir, dass da überhaupt nichts von da oben kommt. Die Geschwindigkeit von Licht. Wie misst du Licht? Wie misst du die Geschwindigkeit von etwas, was noch nie ein Mensch gesehen hat? Ihr äfft doch alle nach über Lichtgeschwindigkeit. Licht ist definiert Sekunde pro Sekunde. Das ist so geistloses Geschwätz. Ich kann dir tonnenweise das Zeug machen, das du jetzt zitierst. Und dann schauen wir uns das genauer an und du wirst feststellen, dass ich erkläre jeden 13-Jährigen, wenn ich den 2 Stunden was erkläre, hat er über die Einstein-Formel mehr Ahnung wie ein Professor mit dem Nobel. Genau. Es ist so. Das ist jeder, der es verstanden hat. Und das ist nicht diskutierbar. Wenn ich darauf hinweise, ich nochmal, ich zeige dir in den Physikbüchern auf jeder neu zu jeder Seite so in Lexikas so eklatante Widersprüche und Fehler, dass wenn ich dich darauf hinweise, auch dich mit deinem jetzigen Intellekt, dir vollkommen hundertprozentig sicher klar ist, dass das unmöglich ist, so wie du dir Vergangenheit vorstellst, dass man das entdecken kann. Absolut, wirklich. Absolut, das ist absolut. Ja. Das sind die Fehler des letzten Jahrhunderts, das wir uns jetzt natürlich ausdenken. Und das ist die Prüfung, die du zu bestehen hast. Und nochmal, ich fordere nicht von dir, dass du irgendein intellektuelles Wissen hast. Mhm. Ich lasse jemanden wach werden, der so ein Brösel ist wie der Udo in deiner Welt. Ich habe nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich habe in der 8. Klasse habe ich die Schule verlassen ohne Abschluss, weil die 7. habe ich wiederholt. 9 Schuljahre war Pflicht. Es geht nicht um Wissen. Das Wissen ist in dir drin. Der feine Unterschied ist, dass ich gemerkt habe, dass ich das Wissen nicht von außen in mich reinschaufeln kann. Weil wenn du träumst, kannst du nur von außen das Wissen in dich reinschaufeln, das du dir vorher ausdenkst. Ja. Lass das auf dich wirken, das ist übrigens hundertprozentig sicher. Zuerst einmal muss was zu einer Information werden, dass du siehst, aber wo kommt es her, was du in einem Traum zu sehen bekommst, in deinem roten Kopf? Nochmal das Rot-E-Quadrat schreibe ich in den neuesten Schriften. Rot, das hebräische Wort Odom, ist Adam. Das ist der Rote. Und die weibliche Hälfte davon ist das Blaue und beide zusammen sind der Violette. Das Violette gibt es Unterformen, die Pur-Linie. Kann man zum Beispiel auch Lila nennen. Das führt aber zu dem hebräischen Wort Laila, das heißt die Nacht. Das ist die Existenz in der Acht, wenn ich N8 lese. Die Acht wiederum, hebräisch, ist die weibliche Eins. Das ist deine Matrix. Ich kann aber auch N A lesen, das heißt die existierende Schöpfung, ist Chedi. Das ist Chedi, eine kollektive Erscheinung, ist das Wissen einer momentanen Menschheit, dass du geistlos nachäffst. Das heißt in Schrecken versetzt werden. Das Schrecken wiederum schien aber sind logische Berechnungen von Ecken. Du kommst aus dem System nicht raus, glaub es mir. Und jeder, der das spielt, der das über 20 Jahre, Ritter schüttelt jetzt den Kopf, das ist eine, die seit 20 Jahren hundertprozentig jede dieser Bücher, wo du sagst, wer soll denn das lesen, mindestens 5, 6 Mal gelesen hat. Und noch viele, viele Zusatzschriften dazu. Für die anderen Brüssel ist es nicht anders. Da nehme ich jetzt keinen aus, mehr oder weniger, ob es der Redo ist, ob es die Diana ist. Das sind jetzt nur Gedanken von dir. Das heißt, das Wissen, das wir uns jetzt in diese Köpfe reindenken, kommt aus dir, weil du dir die jetzt ausdenkst. Das muss in dir drin sein. Was ich dir mit Holofeeling lerne, dass du gar nichts von außen lernen musst. Ich schalte es in dir frei wie ein neues Programm. Das sind jetzt die ersten Updates. Du wachst auf und du hast Fähigkeiten, die du dir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Du wirst es aber nie kriegen, solange du nicht erst einmal verstanden hast, was du selbst bist, was deine Gedanken sind. Und du wirst es auch nie kriegen, solange noch ein Hauch von Ego und Selbstbezug in Bezug auf das Ego ist. Wenn du damit Geld verdienen willst oder dich besser machen willst,
reich machen willst, was du auch immer mit deiner Logik, als deiner derzeitigen fehlerhaften Logik als erstrebenswert ansiehst, wirst du dieses Wissen von mir niemals bekommen. Genau. Schau, ich lebe dir das vor, die Liebe. Jetzt rein unwichtig, es geht nicht um den Udo, es ist kein Gejammere. Aber ich lebe so einfach ein Leben wie in einem Plattenbau, sage ich immer wieder. Und ich bin wunschlos glücklich. Ich habe nicht einmal das Bedürfnis, irgendwas anders haben zu wollen, auch nicht dich. Das solltest du jetzt langsam selber machen. Ich gebe dir die Möglichkeit, dass du es selber kannst. Und das einzige Bedingung ist Vertrauen und Liebe. Allumfassende Liebe. Das heißt, sobald du was nicht haben willst, lasse ich dich sitzen in dieser Schulklasse des ewigen Lebens. Sobald du was hast, nicht zurückhaben willst oder anders haben willst, wie es jetzt in dir auftaucht. Du musst den Zustand des Beobachters kriegen, der überhaupt nichts verändern will. Ich nenne das seit 25 Jahren ein Tierforscher, der Tierchen, die Charaktere in seinem Traum beobachtet. Und der Tierforscher bist du erst in dem Augenblick, in dem Moment, wenn du vollkommen wertfrei beobachtest, wie dein momentanes Ego, dein Ego die Sachen bewertet. Ich sage immer wieder, mach dir bewusst, wenn was in dir auftaucht, dein Reizauslöser, wie du den qualitativ bewertest. Ob du Beifall klatscht, wenn einer was äußert, ich lasse in dir Figur auftauchen, das kann der Pixelmännchen sein, das kann nur eine ausgedachte Figur aufgrund einer Schrift sein. Lese Jakob Lorber. Sagst du religiöser Scheiß oder sagst du, boah, das ist ja der Wahnsinn. Lese Bernard Dude. Das sind alles Schreibstifte von mir. Ich kann weitergehen. Lese mal den Original Diana Badaras, Oberhänsli jetzt. Eine Schrift. Geh mal hier in die Beiwerke, die Schreibstifte. An Andrea Michaelis oder auch hier an Volker Harnisch. Da wirst du feststellen, das ist reines Solo-Feeling, das ist dir nicht eingefallen. Was meinst du, wie oft die, der Volker bei mir immer wieder reinmacht, danke, danke, der hat ein Problem, Nacht, sagt, es taucht in mir auf. Er verbessert ja weiter. Die Diana, wenn sie sagt, was das mit mir gemacht hat, die hat hier tausende von Wörtern nachgeschaut, der Redo sowieso. Es passt immer, das, was ich dir zeige, wenn das System einmal installiert ist. Du musst die Wörterbücher, du musst dir das nicht merken, das ist in dir drin. Und damit veränderst du deine Informationen, das heißt deine Welt, dein polarer Rand, WELD, ist die Welt. Deine Welt ist die Welt deiner Informationen. Es ist deine ganz von dir selbst mit der jetzigen Logik erschaffene Traumwelt, die nur du erlebst. Und willst du mir widersprechen, wenn ich sage, deine Gedanken, deine Informationen erlebst bloß du? Die Schwierigkeit ist, wenn wir in den Bereich der sinnlich wahrgenommenen Informationen gehen und da tauchen Brösel auf und du meinst, die sehen dasselbe wie du. Die sehen gar nichts, weil das Informationen sind. Das sind nur die vier Stufen der Vergessenheit. Genau. Es sind eigenständige Welten, die ich so genau erklärt habe mit einem Singleplayer-Videospiel, mit einem Multiplayer-Videospiel, um das ein bisschen zu machen. Aber genau genommen ist nur ein einziger, der vom Bücherregal ist, der alle Bücher liest. Du musst dich wählen. Und eine kleinere Form von mir ist der Geistesfunk, der jetzt in einem Buch drin steckt, aber von den anderen Büchern nichts weiß. Weil du jetzt dieses Leben, dieses Buch zu durchschauen hast. Und ich sage nochmal, es ist keine Esoterik oder Religion, wo wir machen. Es ist Physik, es ist göttliche Weltschöpfungsphysik. Das erfordert ein vollkommen neues Betriebssystem. Das ist Holofeeling, wo alle bisherigen Glaubenssysteme Untersysteme sind. Also bei mir geht kein Yoda verloren. Kein kleines Silchen geht verloren. Was keine Überlebenschance hat, sind die Gedankenwillen. Die sind aber nicht für die Ewigkeit erschaffen. Das gilt jetzt auch für alle Menschen, die du dir ausdenkst. Es sind deine geliebten Menschen, wenn du jetzt allein bist, ob das deine Kinder sind, deine Eltern sind oder du selbst, dein eigener Körper. Es sind Existenzen, sie existieren. Es sind Tiere, die wie Häuser, wie Bäume, Museen, all das ganze Zeug, alles eine Frage der Zeit. Wenn du mal in der Ewigkeit denkst, wie ich, sind 100.000 Jahre nichts vor dem Herrn. Du stellst dir das gar nicht mal als Ausgedehnt vor, weil du jetzt weißt, Ewigkeit ist das Ewige hier und jetzt. Und das ist ein ganz anderer Aufbau. Und deine Freiheit ist nicht davon abhängig, dass du irgendwelchen Gedanken, sprich Menschenaffen, die du dir jetzt ausdenkst, von irgendwas überzeugen müsstest. Darum betone ich, der erste Unterschied von Holofeeling, ich erkläre es den, der sich jetzt diese Brösel ausdenkt auf dem Bildschirm, die eigentlich gar nicht existieren, außer als Pixelmännchen, als flackernde Lämpchen. Ein rein statisches Bild, eine Illusion eines Fingers, der sich hin und her bewegt. Da ist aber kein Finger, da sind keine Menschen.
Du wirst doch wohl nicht glauben, dass das, was die Ritter auf der Nase hat, eine Brille ist. Ist da überhaupt eine Nase oder irgendwas? Es sind Pixel, es sind Lämpchen. Und wenn du den Stuhl hinter den Kopf von der Ritter anschaust, ist es nicht einmal weiß, da leuchtet nicht einmal eine weiße Lampe. Nimm eine Lupe in die Hand und schaust dir genau an. Wie trügerisch ist das ganze Zeug? Nein, du lebst in der Welt, du bist so oberflächlich gerade wie beim Dalmatiner. Cut, was ist es da? Ein Monitor mit Flecken drauf. Und jetzt fokussierst du dich einmal rein und dann wenn du jetzt alleine bist, fällt dir auf, ich kann ja das jetzt am Dalmatiner anziehen. Selbst wenn du das siehst, der Dalmatiner, den du gerade gesehen hast, das ist so viel Dalmatiner, wie der Udo Udo ist und der Redo Redo ist. Es ist immer dieselben Lampen. Es ist das Einzige, was ich fordere, und das kann ein Kind, ein 13-Jähriger, du musst nur die Gedankengänge mitgehen, und wir haben gerade schon gehabt, der hat es wesentlich leichter, wie wenn du erwachsen bist. Mhm. Weil du so viele Dogmen drin hast, an denen du festhältst, wo du meinst, die halten dich am Leben. Du wirst auf dich einbrüllen, du hältst an dem Weidezaun deines Glaubens fest, und ich war die Spannung aufdrehen bis ins Unerträgliche, bis du das loslassen lernst. Und da musst du nichts tun, du lässt es einfach geschehen. Es ist wie das Wetter. Es kommt und geht, es kommt und geht. Eine Verwandlung des Altwerden, es ist die grauen Haare. Ich musste nichts tun, dass ich grau war. Ich sage zu meiner Frau, ich glaube, ich werde jetzt langsam grau. Und dann ist keine Angst. Und dann kommt das nächste Problem, dass du vielleicht nicht schnell genug geht. Das sage ich ein. Ich will ja gehen, ich will ja weg. Ich sage, jetzt rennst du schon wieder den Galise im Spiegelland. Genau. Weil du noch rennst, bleibst du da. Das ist dir gleichgültig, Mann. Lass die Neugier, die ich wachsen, auf was vollkommen Neues, dass ich sie in dich einströmen lassen kann. Und das Beste immer wieder, ich kann dir nur eins versprechen, wenn jetzt da so grinsende Illusionen von Gesichtern auf dem Monitor hast, das sind welche, die wirklich jedes Selbstgespräch mindestens 2-3 Mal anhören. Und du wirst merken, wenn du dich dann zusätzlich ein bisschen für den Hintergrund interessierst, dass kleine Wunder in dir passieren ohne Ende. Die Welt ist eine einzige Wunderwelt. Und dann kommt wieder irgendwann, kommst du mit normalen Menschen zusammen, dann bist du wieder im Fernsehen und sofort taucht wieder sowas wie Zweifel in dir auf. Das zieht dich emotional so extrem runter. Das ist das, was ist. Bis du dann ein lachender Buddha warst. Buddha, in ihm ist das Wissen und die Quelle und die Weisheit. Je nachdem, jetzt merkst du, wenn wir die Worte drehen, das ist eine 100%ig sichere Gewissheit. Ich betone immer wieder, dass die Elementaraussagen sind 100%ig sicher. Da gibt es nichts zu diskutieren, wenn einer diskutieren will. Und das ist jetzt gerade jetzt bei dem einen Selbstgespräch. Du bist schuld und kein anderer. Ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht immer wieder dieselben Sätze. Stimmt oder stimmt nicht? Nein! Zuerst einmal die zwei Seiten. Wir haben zuerst zwei Seiten. Wie definiere ich Schreiben? Er macht's und er macht's nicht. Aber sobald zwei Seiten da sind, sind 4 Seiten da. Und wenn 4 sind, sind 8 da. Weil mir immer die Gegenseite, du kommst aus dem System nicht raus mit dir positiv und dir negativ. Das ist das Spiel mit unserer Ritter. Mal schnell herholen. Für Outsider. Da sieht man das schön. Das wollte ich nicht. Schauen wir mal, ob wir die da finden. Irgendwo haben wir die bestimmt. So, das sind jetzt so Kleinigkeiten. Die Spiegeltunnelphänomene, wenn wir uns die hier anschauen, das ist es mit dem Loch. Das hat alles so viel, so unendlich viel zu tun. Gespiegelt ich ist Chi-Chi, heißt das Leben im Hebräischen. Das war dann das Rote und das Blaue. Der Reihe, der Kopf des Schöpfergottes. Diese symbolischen Bilder haben einen unendlichen Tiefgang. Da haben wir es doch schon. Das ist unsere Ritter. Die ja positiv, die ja negativ. Du hast dein Okular jetzt in der Kamera Obscura. Das ist immer was Schwarzes. Wenn wir das aufeinanderlegen, wird das nichts. Das ist übrigens jetzt die schöne große Erkenntnis, wenn ich immer das mit dem Papi. Das Schwarze und das Weiße. Du brauchst einen Unterschied. Da gibt es eine schöne Stelle in einem dieser Offenbarungsbücher, wo ich sage, wenn du das jetzt, du kannst das lesen, weil ein Unterschied ist zwischen dem Buchstaben und dem weißen Blatt Papier. Immer noch in Bezug auf das Buch, müsste ich jetzt sagen, zwischen dem dunklen Schriftzeichen und dem weißen Hintergrund. Aber da ist es natürlich ganz interessant, dass dieses Weiß, die Farbe Weiß, das Weib und das Schwarze ist Krishna. Krishna, schwarzes Loch in der Physik, weißes Loch. Das ist genau, Physik, du hast immer dasselbe System in der Sprache, in der Physik, auch in allen Religionen.
Aber wichtig ist der Unterschied. Was ist der Unterschied als Ding an sich? Er ist irgendwie nicht dem Schwarzen, nicht dem Weißen, auch nicht irgendwie dazwischen, wenn sich das berührt. Zweischen. Das wechselt ja laufend. Ja. Aber letztendlich ist das Schwarz und das Weiß auf dem Papier. Papier, Papier erweckt. Aber Pa ist P, hier ist Pi, die Weisheit Gottes. Und das ist der Erwachte. Es spielt sich im Erwachten ab. Mein Erdkugelbeispiel, dein heliozentrisches Weltbild ist ein Symbol, ein Simperlein zusammengeschmissen in dem Kopf. Hier, alles, was du dir jetzt denkst, ist hier in dem Zentrum, ist natürlich symbolisch. Beroschet inmitten dieses Kopfes. Und ich behaupte, dass ich du bin. Es geht jetzt nicht um den blauen Kopf, wir setzen einen roten Kopf. Das ist, die Bibel ist eine göttliche Weisheit, ein Physikbuch, ein Computerprogramm. Und wenn dann die schönen Bibelverse auslegen, dann mit dem Griechischen und so weiter, oder Pfarrer, die erzählen, was der Jesus, die sind in der Märchenwelt, die sind in der reinen, oberflächlichen Welt, ohne Verstand zu haben, dass in der Vergangenheit nie was war. Und dass sie letztendlich bestimmen, wurde jetzt ein Jesus gekreuzigt oder nicht gekreuzigt? Hat es den überhaupt gegeben? Die Fragen beantworten sich alle von selber. Ich sage zuerst, für dich wird es so sein, wie du das jetzt denkst, und dann frag dich, was ist die Grundlage, dass du dir das jetzt so oder so denkst? Und dann wirst du dir eingestehen müssen, ja, mir haben sie in der Elternhaus das Christentum eingebläut und den anderen haben sie das in Islam eingebläut. Und dann bestimmst du, und du bist dir natürlich hundertprozentig sicher, dass das stimmt, was man dir erzählt hat. Das ist die größte Falle überhaupt, in die du reintappen kannst. Es ist zwar alles richtig, aber nur ein bisschen. Weil ja und nein, gekreuzigt oder nicht gekreuzigt. Ist jetzt das so oder so? Ist es das ein Beispiel? Das sind natürlich nur die zwei Seiten. Und ich sage, jeder hat recht. Du solltest dir endlich einmal Gedanken machen, was das verbindende Parameter für diese filmverständlichen Sichtweisen ist. Du selbst! Ja. Weil egal, was du denkst, es ist nur, weil du es denkst, es ist deine Information. Solange du das für dich nicht akzeptierst, dass du schuld bist, wirst du nicht frei sein. Ich nehme alle Schuld auf mich. Bist du schon ich? Jetzt lassen wir es gut sein. Sonst noch Fragen? Alle Klarheit beseitigt? Alles klar. Geben. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Fürs Zuhören. Ist ja Rede immer ins Leere. Verstehst du, als Brüsseluder sitze ich jetzt da und quatsch die ganze Zeit mit einer Kiste vor mir. Ich habe nicht das Bedürfnis, dass der irgendwie Kiste das vielleicht, was ich irgendwann einmal begreife. Ich sage, ich habe es dann verstanden, wenn du das verstanden hast. Weil du bist der Einzige, der es verstehen kann. Es ist mit Sicherheit nicht das Pixelmännchen Udo oder der Gedanke Udo oder sonst irgendein Namen sind austauschbar. Das, was ich erkläre, kann nur der verstehen, der sich alles ausdenkt. Den Udo und alles andere und Gott und Jesus und Buddha und Physiker, egal was du dir ausdenkst. Die Grundlage ist dein Schwamminhalt, dein Intellekt. Und jetzt solltest du einfach wissen, dass da so viele Sachen in dir auftauchen, die du ablehnst, oder Wissensgebiete oder Meinungen, andere Meinungen, die du ablehnst, die auch aus dir entspringen, die auch zu dir, zu deinem heiligen Ganzen gehören. Jetzt ist es aber gut. Ich will noch auf unser Leben und schauen wir mal, was uns das 2022 bringt. Gut. Das ist diese berühmten 7x7 Jahre, die dann die 50, die 49, die in die 50 springt. 49 übrigens, Quersumme 4, 9 ist wieder 9. Das ist dann der Spiegel. Da könnte ich jetzt so, bei jeder Kleinigkeit können wir unendlich viel erzählen. Aber du hast noch so viel zu erleben. Und du willst nur dich festhalten in dem bisschen jetzt. Sobald irgendwie ein Wechsel ansteht, irgendwas Neues ist, kriegt man Angst, weil man es nicht einzieht. Und das ist ein Zeichen, dass das, was kommt, vollkommen neu ist. Und dieses vollkommen Neue wirst du nie zu sehen bekommen, wenn du das bekämpfst. Und dazu gehört auch alles, was du als Feind definierst. Ich habe so oft gesagt, das ist aber wirklich gut sein. Schlafen wir noch eine Runde oder werden wach. Du hast es in der Hand. Nicht irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Und tschüss.